dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer liberalen Ideenwerkstatt. Wie digitalisieren wir unsere Schulen? Mein Name ist Michael Käser. Ich bin Kreisvorsitzender der FDP Oberallgäu und Mitglied im Oberallgäuer Kreistag. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer Diskussion um ein sehr aktuelles Thema. Es geht nämlich um nichts anderes als die Zukunft unserer Kinder, so würde ich es behaupten, nämlich unsere Schulen, die Bildungspolitik und wie wir die modern gestalten können. In den letzten Wochen und Monaten wurde viel über die Digitalisierung unserer Schulen gesprochen, nicht erst seit Corona, sondern schon lange Zeit davor war das immer wieder Thema, auch in den großen Leitmedien. Die FDP hat das ja auch in verschiedensten Wahlkämpfen sehr extrem gespielt, weil wir der Überzeugung sind, dass wir die Herausforderungen der Zukunft nicht mit den Medien der Vergangenheit, mit Overhead-Projektoren und dergleichen bewältigen können, sondern wir müssen schon auch gucken, dass wir moderne Inhalte, moderne Technik in den Unterricht verbringen und somit die Kids und die Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft machen. Deswegen ist das für uns Liberale ein Herzensthema. Wie können wir unsere Schulen digitalisieren? Und da habe ich gemeinsam mit dem Vorstand der FDP verschiedene Experten heute zu eingeladen. Wir werden allerdings auch in breiten Diskurs heute gehen über dieses Thema. Ich freue mich ganz besonders, heute begrüßen zu dürfen, Frau Doris Sippel. Liebe Doris, schön, dass du da bist. Sie ist Leiterin des Medienzentrums Oberallgäu, ist eine Unterstelle vom Landkreis, vom Landratsamt. Was sie genau dort macht, erzählt sie uns später selbst. Dann haben wir einen Vertreter der Elternschaft, nämlich Herrn Oliver Schwarz. Schön, dass du da bist, Oliver. Oliver Schatz ist Mitglied im Elternbeirat des Gymnasiums Oberstdorf und Ortsvorsitzender der FDP in Oberstdorf. Und jetzt schaue ich, ob wir die dritte Referentin schon da haben. Scheint noch nicht der Fall zu sein. Vielleicht kommt die dritte Referentin noch dazu. Das ist die Frau Gertrud Nicklé, die schwäbische Vorsitzende des BLLV, also des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Dann gehen wir gleich in Medias Res. Digitalisierung der Schulen und Corona war eine ziemlich brenzlige Mischung, würde ich behaupten. Vielleicht eine provokante Frage an Doris Sippel vorweg. Waren unsere Schulen auf Corona vorbereitet? Aber vor Corona war niemand vorbereitet. Ich glaube, dass sowas hat sich keiner vorstellen können, was da passieren kann. Auf Digitalisierung oder die Digitalisierung an Schulen läuft natürlich schon, weil wir ja verschiedene Förderpakete haben. Wir haben ja jetzt nicht nur den Digitalpakt, der noch nicht so abgegriffen ist, wie ihr auch richtig auch eruiert habt, aber wir haben ja noch zwei andere Förderpakete laufen, das digitale Klassenzimmer und jetzt im Moment ja auch die Leihgeräte, das Sofortbudget. Und da haben sich die Schulen tatsächlich schon ein bisschen auf den Weg gemacht. Natürlich gibt es Nachholbedarf, jetzt was praktisch überhaupt den digitalen Unterricht anbelangt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ganz allgemein sagen können, wir konnten unseren Unterricht nicht auch digital abhalten. Wir haben alle unsere, sage ich mal, Aufgaben gemacht. Wir haben Sachen ausprobiert. Wir haben ja auch Tools zur Hand bekommen, die wir ausprobieren konnten und konnten jetzt in dieser Phase unglaublich viel testen. Und das hat eine wahnsinnige Welle ausgelöst und einen Schwung gemacht, überhaupt digital zu arbeiten in der Schule. Aber trotzdem ist natürlich da auch Nachholbedarf, dass wir alle mitnehmen können und vor allem auch in dieser Denkweise. Also ich sehe digitalen Unterricht nicht so, dass wir jetzt digital Arbeitsblätter verschicken, sondern es geht ja praktisch auch darum, diese Digitalität auch anders in der Schule umzusetzen, wie nur der Austausch von Informationen oder Arbeitsblättern und dann eventuell auch mal hin und wieder eine Videokonferenz, um den Kontakt zu halten, sondern digitale Schule bedeutet viel mehr. Vielen Dank für das Statement. Finde ich ganz wichtig, dass du eben aufzeigst, dass es mehr ist, als einfach nur alles einzuscannen und rumzuschicken. Dann vielleicht auch die Frage an dich, Oliver Schwarz. Wie hast du denn die Corona-Zeit jetzt wahrgenommen als Elternteil von, ich glaube, zwei schulpflichtigen Kindern? Wie war das denn für dich?
Ja, also wie gesagt, ich habe zwei Jungs, 13 und 16 Jahre alt, besuchen die 7. und 10. Klasse hier im Gymnasium Oberstdorf. Und vor der Corona-Zeit war die Digitalisierung im Prinzip ab und zu mal ein YouTube-Video anschauen zum Lernen und halt Informatik im Schulunterricht. Das war eigentlich alles, was sie vorher gehabt haben an Digitalisierung. Das Gymnasium Oberstdorf selber ist meiner Meinung nach schon sehr gut ausgestattet mit den Medien, auch mit der Hardware und so weiter. Und auch im Lehrerkreis vom Gymnasium Oberstdorf sind haben wir da fitte Lehrer, die wir das auch bedienen können. Das ist ganz wichtig zu sagen, die es auch administrieren und irgendwie pflegen können. Aber was natürlich dann, da kam Corona, dann kam MEBIS, hat es geheißen, man macht alles auf MEBIS, was ja dann irgendwann mal zusammengebrochen ist, warum auch immer, die Hintergründe weiß ich nicht. Dann wurde auf diversen Wegen über E-Mail, Teams, irgendwelche Blätter oder was soll ich sagen, Unterrichtsmaterial an die Schüler geschickt, mit der Bitte, dass die Eltern das verteilen. Und da war das größte Problem, wie verteilt man als Elternteil den Unterrichtsstoff an die Schüler, da man ja auch selber teilweise auch im Homeoffice war. Das heißt, es war ein Riesenproblem. Wir selber haben nur zwei Laptops und zwei PCs. Einer ging dann, einer war beim Arbeiten. Ich habe ja auch online sein müssen, Präsenz mit Firma. Da war das schon schwierig, dass da der Stoff an die Schüler gegangen ist. Und dann, was natürlich noch ein großes Problem war, meiner Meinung nach, dass die Schüler das machen, auch meine Jungs. Wie gesagt, ein Drittel ist in der Schule gut. Die haben das natürlich auch daheim überwiegend gut gemacht. Das zweite Drittel, die Mitläufer mehr oder weniger, die haben meiner Meinung nach jetzt ein bisschen, wie soll ich das sagen, Defizite. Und das letzte Drittel, die wo in der Schule auch nicht mitmachen, die haben auch jetzt gar nichts gemacht. Die sind wirklich abgehängt. Das hat Ist man ein auch im interessanter Gespräch mit Punkt, Eltern. ja. Ist ein interessanter Punkt, den du da nennst. Das kommt ja auch immer wieder in der Diskussion hoch, dass Corona die Ungerechtigkeit innerhalb unserer Gesellschaft, gerade durch solche Themen wie die einen können sich eben eine gute Hardware leisten für den digitalen Unterricht oder haben auch die Zeit, um sich und das Wissen, sich den Bedürfnissen der Kinder anzunehmen, die anderen eben nicht. Und das führt eben zu einer größeren Disparität. Wie hast du das jetzt in deinem Elternumkreis wahrgenommen? Gab es da auch Eltern, die überfordert waren mit der Situation? Ja, gab es definitiv. Es gab auch Eltern, die haben gar nichts gemacht. Manche Eltern, die waren hoffnungslos überfordert. Die haben gar nicht gewusst, was sie machen sollen. Ist einfach so, ist menschlich. Und andere, die haben es einfach, bei denen hat es geklappt. Eindeutig. Und was noch Beschwerden kam, ist, der Stoff an sich war so unterschiedlich. Also ich weiß ja nicht, ich kenne ja die Lehrpläne nicht. Ich glaube, das war extrem lehrerabhängig, was die Schüler erhalten haben für ihren Unterricht. Ich glaube, da gab es keinen Lehrplan oder Vorgaben für die Lehrer, was sie machen müssen. Das wollen vielleicht noch die Lehrer auch noch erklären können, was da im Hintergrund war. Es gab keinen Lehrplan. Das wird bestimmt die Doris Zippel uns gleich erklären. Ich möchte kurz noch jemanden begrüßen seitens ein Vertreter der Gemeinde Wildpolsried, Herr Günther Mögele. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sie sind zweiter Bürgermeister der Gemeinde Wildpolsried. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Auch noch hoffe ich, die Perspektive der Kommunen auch ein bisschen reinbringen. Schönen Abend an alle. Grüß Gott. Dann, genau, also die Frage war ja auch gerade, Doris, wie haben das die Lehrer denn auch wahrgenommen? Gab es da vielleicht eine Order seitens des Staatsministeriums, wie digitaler Unterricht zu machen ist? Wurde das den Schulen autonom überlassen? Wie kann man sich denn das denn vorstellen? Das ist ja schon so eine gewisse Blackbox für Außenstehende, wie so ein Schulalltag funktioniert jetzt seitens des Kollegiums. Ja, vielleicht ganz kurz zu dieser Ungerechtigkeit, die da jetzt eventuell auch entstanden ist. Ich sehe die gar nicht mal unbedingt in der Gerätebeschaffung, ob da jetzt ein teures Gerät in einem Haushalt ist oder nicht. Also das ist nicht unbedingt jetzt von der Finanzlage der Eltern abhängig gewesen, sondern vom Engagement. Wie weit wird das praktisch auch von Elternseite aus unterstützt, dass Homeschooling oder das Lernen zu Hause einfach auch stattfinden kann? Und wenn Unterstützung da ist, dann war das ja auch möglich mit sage ich mal, geringerem Aufwand auch mitzumachen.
Ich denke, da ist ganz viel, hängt einfach vom eigenen Willen, vom Engagement und einfach auch von dem, wie es von der Schule aus betreut wird, statt. Jetzt ist es natürlich so, dass man dann, wenn man sagt, wie schaut sowas aus, jetzt kommt plötzlich der Shutdown und was machen jetzt die Schulen, um dann einheitlich eventuell vorzugehen. Also jede Schule hat sich praktisch selbst überlegt und guckt, was haben wir für eine Infrastruktur und wie können wir schauen, dass wir eine möglichst homogene Struktur schaffen können, um unsere Schüler gut zu erreichen und auch gut zu versorgen. Und da hängt halt auch ganz viel davon ab, welche Strukturen auch vorher in einer Schule schon da waren. Habe ich jetzt zum Beispiel meine Schüler alle schon mal in MEBIS angelegt? Habe ich die Möglichkeit eines Cloud-Speichers? Habe ich die Möglichkeit eines Elterninformationssystems, wo alle schon mal drin sind, wo dann eben auch Schüler oder Eltern erreicht werden können? Oder muss ich erst mal anfangen, will das aufzubauen? Und da war einfach auch jede Schule am Anfang beschäftigt und musste die Aufgaben dann einfach auch erledigen, zu sagen, jetzt brauche ich die Infrastruktur. Und manche hatten es schon, konnten direkt gleich loslegen und manche mussten es halt einfach auch erst mal aufbauen. Aber da war die Schule tatsächlich in den ersten Wochen relativ allein gelassen. Es gab natürlich die Anweisung, was zu tun ist, dass man Kontakt halten soll, dass man den Unterricht weiterlaufen lassen soll. Aber es gab jetzt nicht die genaue Vorgabe, das muss jetzt über Videokonferenz laufen und das muss jetzt so und so sein, sondern da hatte die Schule oder der Lehrer dann auch die Freiheit, das selber zu entscheiden. Du hast gerade eben so verschiedene Plattformen angesprochen, vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Erklärung, was hat es denn mit diesem MEBIS, was ich jetzt schon öfters mal gehört habe, auf sich? Was gibt es denn für Möglichkeiten, digitalen Unterricht zu gestalten, die du jetzt auch als Leiterin des Medienzentrums Oberallgäu wahrgenommen hast und auch dann dementsprechend unterstützt? Vielleicht kannst du im Zuge dessen auch mal sagen, was deine Aufgabe als Leiterin des Medienzentrums ist. Also dann stelle ich mich jetzt einfach ganz kurz mal vor. Mein Name ist Doris Sippel. Ich bin seit 6 Jahren die Leiterin des Medienzentrums Oberallgäu, also eine Abteilung vom Landratsamt. Bin eine Lehrerin an der Mittelschule in Immenstadt und habe schon vor, 15 Jahren auch noch Medienpädagogik studiert, war jetzt über 10 Jahre MIP, Medienpädagogisch-Informationstechnische Beratungslehrkraft für das ganze Schulamtsgebiet und bin jetzt BDB, das heißt Berater Digitale Bildung und in dieser Funktion auch eben als Beraterin an den Schulen tätig, was eben die digitale Bildung betrifft. Das geht von Schulungen bis hin eben auch zu Beratungen, was die Ausstattung anbelangt, aber jetzt auch quasi die technische Ausstattung, also im Prinzip alles, was mit digitaler Schule zu tun hat. Im Medienzentrum haben wir die Aufgabe, die Schulen des Landkreises und auch andere Bildungseinrichtungen mit Bildungsmedien zu versorgen. Die sind bei uns praktisch vorrätig. Wir haben unser Büro und unsere Geschäftsstelle in der Berufsschule in Immenstadt, haben dort auch einen Showroom, wo wir sämtliche Geräte vor Ort haben, von digitalen Tafeln, iPad, Koffer und so weiter und sämtliche andere Geräte, um dann in diesem Showroom einfach alles auszuprobieren, was man momentan an digitalen Geräten im Klassenzimmer so haben kann. Wir haben seit über 10 Jahren eine Online-Plattform, stellen also unsere ganze Bildungsmedien den Schulen auch über quasi Distributionswege digital zur Verfügung. Das sind unsere Hauptaufgaben neben Beratung und Fortbildung und eben diesen Showroom, wo man uns besuchen kann und die Sachen ausprobieren kann. Ja, und jetzt noch die Frage. Genau, bezüglich der schon angebotenen Tools, würde ich jetzt mal sagen. Also wie sieht denn die Digitalisierung in den Schulen aktuell aus? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Kannst du mal so den breiten Strauß darlegen, wie denn bei uns im Oberallgäu aktuell unterrichtet wird, digital in Corona-Zeiten, aber auch darüber hinaus? Genau. Also MEBIS gibt es schon seit 2011, ist praktisch die landeseigene Plattform des Kultusministeriums mit dem Herzstück einer Lernplattform, wo Kurse angelegt werden können, wo man ähnlich, viele kennen vielleicht vom Arbeiten des Microsoft Teams mit dem Aufgabenbereich, wo man quasi in einzelnen Gruppen arbeiten kann. Man kann dort eben Aufgaben herunterladen und hochladen. Man kann Sachen einstellen als Lehrer, Verlinkungen, aber auch interaktive Sachen einstellen. Das heißt, ich kann praktisch erweiternd zu sonstigen Cloud-Lösungen auch quasi in direkte Arbeitsprozesse mit einsteigen in dieser Plattform. Daneben ist da eine Mediathek mit angegliedert und eine Prüfungsplattform. Das heißt, auf MEBIS sind auch sehr viele Inhalte, Unterrichtsinhalte, die man direkt abrufen kann. Dazu muss aber jeder Lehrer und der Schüler angemeldet sein über die Schule, was die Schule im Normalfall auch gemacht hat. Die Lehrer haben zumindest ein MEBIS-Login, viele Schüler auch. Also es wäre praktisch eigentlich eine schöne Möglichkeit, aber das ist konzipiert gewesen zu einem unterrichtsbegleitenden Lernen. Als dann der
Shutdown kam und eben Lernen zu Hause immer größer wurde und diese Zugriffszahlen gestiegen sind, das konnte die MEBIS-Plattform im ersten Moment nicht bewältigen, weil es einfach ein MEBIS war, ein begleitendes Angebot und kein Schule ersetzendes Angebot. Sie haben dann innerhalb der ersten 3 Wochen die Serverkapazitäten um ein 10-faches erhöht. Seitdem läuft es relativ oder sehr stabil, aber es haben sich natürlich auch an viele Schulen andere Möglichkeiten gesucht. Wir haben also im Moment zwar Zugriffszahlen von 400.000 bis 500.000 am Tag auf MEBIS gehabt, aber trotzdem sind sehr viele auch zu anderen Plattformen übergewechselt. Microsoft Teams zu nennen, aber auch andere Möglichkeiten, die Schulen aufgebaut haben, die haben sich praktisch mit Firmen auch Verträge abgeschlossen, wo dann praktisch diese Sachen machen konnten. Einige Schulen haben eine eigene Cloud hochgezogen, haben sich selber bei einem praktisch bei einem Videodienstanbieter auch angemeldet und haben praktisch dann mit verschiedenen Tools ihren Alltag gemacht, ohne dass man jetzt sagen kann, die Schule hat das und das und das, aber die meisten haben praktisch diese beiden Möglichkeiten aufgegriffen, also einen Cloud-Speicher zum Austausch und auch eine Kommunikationsmöglichkeit zum Sehen, zum Unterrichten, zum Nachfragen und auch für Beratungen. Vielen Dank. Ich beobachte nebenher ein bisschen den Chat und möchte auch so ein bisschen die Fragen oder die Statements, die sich da anhäufen, mit reinnehmen in die Diskussion. Zum einen ist das Konzept BYOD, also Bring Your Own Device, dazu Sprache gekommen, dass nach Aussage von, glaube ich, Herrn Schicketanz noch mehr zur Ungleichheit beigetragen hat, Bildungsungerechtigkeit. Würde ich vielleicht gerade den Fragesteller oder den Herrn Schicketanz fragen. Also ich weiß, Sie sind auch Lehrer und vielleicht den Punkt Bring Your Own Device, wie haben Sie das wahrgenommen in der Corona-Zeit? Gab es da einen Prozess? Wie hat sich das verhalten? Na ja, gut, erstmal wunderschönen guten Abend auch von mir. Also ich bin Lehrer in Kempten am Karl-Linde-Gymnasium und Bring Your Own Device war ja nicht möglich, weil ich jetzt zu Hause war und habe im Prinzip ja kein Device mitgebracht. Das Problem ist tatsächlich, wir hatten die unterschiedlichsten Versionen von einer sehr guten Ausstattung zu Hause bis hin zu einer sehr, sehr schlechten Ausstattung. Und natürlich auch die Internetverbindung war oftmals ein Riesenproblem. Das heißt also, Videochat war phasenweise einfach schlichtweg nicht möglich, wenn irgendjemand auf dem Dorf gewohnt hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Bring Your Own Device finde ich generell eine Notlösung. Weil ich stelle eine gewisse, ich sage es jetzt mal ganz böse, Konzeptlosigkeit vor, fest, die da herrscht. Ich meine, was das Landratsamt macht, ist ein super Job. Also übrigens vielen Dank übrigens für die guten Fortbildungen, die Sie gemacht haben und das Medienzentrum. Also ich habe es sehr genossen, ich habe viel auch mit dabei. Und es haben auch viele Kollegen berichtet, es war genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige. Dankeschön. Also absolut, absolut perfekt. Nichtsdestotrotz, sind viele Probleme da. Also zum Beispiel, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte mitbringen sollten, was sie ja müssen, weil kein Geld da ist. Und das Geld ist wirklich nicht da. Wir sehen es in Kempten. Da werden dann die Gelder, die aus München kommen, mit dem normalen Budget verrechnet, dass die Schulen kriegen. Sprich, wir kriegen im Prinzip nicht mehr. Das ist eine Konzeptlosigkeit. Ja. Und der Versuch, jetzt einfach Geräte irgendwie auszuleihen und den Schülern zu geben, ist auch im Prinzip nur nicht die Bereitschaft, wirklich zu sagen, okay, jeder bekommt sein eigenes Gerät. Das wäre eigentlich logisch. Wenn man weiterdenkt, müsste es auch so sein, dass die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch ihre gesamten Schulbücher auf die Geräte kriegen. Dann haben wir deutlich weniger Rückenbelastung. Die Geräte, ja, das wäre eine sinnvolle Digitalisierung. Aber das wird nicht passieren. Bring Your Own Device ist eine Notlösung. Und dann haben wir das Problem, die Schülerinnen sollen Apps herunterladen. Die meisten von den Apps kosten entweder was und dann versuchen sie nicht, die Daten abzugreifen oder sie sind kostenfrei, also sind gratis. Und dann werden die persönlichen Daten abgegriffen. Ja, und das ist ein Problem, wenn es Privatgeräte sind. Dann haben wir ein Problem mit Datenschutz. Das ist auch noch völlig ungeklärt, weil... Ja, das darf eigentlich gar nicht passieren, dass die Schülerdaten dann an irgendwelche Anbieter gehen. Und von daher, und dann bleibt noch die Frage, ja, wer kann sich ein teures Gerät leisten? Hat jemand das neueste iPad oder hat einfach jemand ein 5 Jahre altes anderes Gerät, was halt dann oftmals in der App nicht mehr funktioniert oder halt viele andere Sachen auch nicht mehr kann? Und von daher bin ich der Meinung, nur wenn es wirklich so ist, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich gleichmäßig oder zumindest adäquat ausgestattet werden, flächendeckend, ist es vernünftig machbar.
Vielen Dank für das Statement. Da möchte ich auch kurz einen kurzen Werbeblock für die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag einfügen, weil wir einen Antrag eingebracht haben auf ein Grundrecht von Schülern für ein digitales Endgerät, weil genau das Problem sehen zumindest die Freien Demokraten im Landtag auch, dass es eine große Diskrepanz zwischen Familien gibt, die sich viele Endgeräte leisten können. Wir haben schon vorher gehört, es gibt auch Haushalte, die haben bloß einen Laptop. Was macht man da, wenn der Vater ins Homeoffice muss und oder die Mutter und dann das Kind auch noch gleichzeitig einen PC benutzen sollte? Da gibt es natürlich Leihgeräte, aber so ein Rechtsanspruch auf ein digitales Endgerät besteht im Moment nicht. Wäre eine, also aus unserer Sicht eine sinnvolle Maßnahme. Dann auch das Thema Internet ist angesprochen, da vielleicht nochmal rückgespiegelt, Doris. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass bei uns im Oberallgäu so manche, so manche blinde Fleck in der digitalen Infrastrukturversorgung vorhanden ist. In manchen Dörfern, wo man jetzt nicht unbedingt Glasfaser verlegt hat. Sind da auch Eltern auf dich zugekommen oder hast du da viel gehört, dass es da Probleme seitens der Lehrer gab, die dann eben keine Verbindung zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen konnten? Ja, das gab es schon vereinzelt, dass natürlich aufgrund der schlechten Internetanbindung der ein oder andere einfach da, sage ich mal, nicht so gut ausgestattet war und nur zu bestimmten Zeiten eventuell ein gutes Netz hatte. Die wurden aber alle extra versorgt. Also das war das so, es gab immer auch für diejenigen dann einfach dann natürlich in Papierform, die Lehrer sind nochmal rausgefahren und haben Kisten aufgebaut. Das ist nicht der optimale Weg, wie das eigentlich laufen sollte, aber es ist nicht so, dass wir die nicht erreicht haben, aber halt zum Teil nicht auf dem wirklich digitalen Weg. Und ich glaube, zu dieser Ungerechtigkeit waren, glaube ich, auch noch mehr Sachen im Chat vielleicht, wenn wir da an dem Punkt sind, können wir da, also diese Internetanbindung ist natürlich, wenn ich unterrichten oder Schule zu Hause oder Lernen zu Hause machen möchte, unabdingbar, dass man den Schüler erreichen kann übers Internet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind bestimmte Sachen nicht möglich. Es ist schon möglich, Unterricht zu machen, aber halt nicht so, wie wir es gerne möchten. Und vielleicht noch ganz kurz auf die Situation in Kempten. Die ersten zwei Förderpakete in Kempten sind abgeschlossen. Die sind, weiß ich, in der Ausschreibung. Das heißt, jetzt über den Sommer werden diese Geräte geliefert, sowohl aus dem Sonderbudget als auch aus dem digitalen Klassenzimmer. Also es wird nicht reichen für eine 1:1 Ausstattung an den Schulen. Aber was momentan wirklich kommt, sind wirklich massiv mobile Endgeräte, die an die Schulen rausgehen. Und ich hoffe, dass dann so ein kleines Trostpflaster in diese Richtung auf jeden Fall da sein wird. Die Iris wollte was sagen, steht im Text, das stimmt, meine werte Kollegin Iris Hilfensberger, ich wollte auch noch was zum Thema Ungerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit sagen. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Iris Hilfensberger, ich bin auch Elternbeiratsmitglied in der Realschule in Kempten und zwar in der Maria-Ward-Realschule und habe selber auch zwei schulpflichtige Kinder, genau, einmal Gymnasium, einmal Realschule und ich wollte einmal dem Markus Sticketanz beipflichten mit allem, was er gesagt hat. Das haut genauso hin, wie er sagt. Einmal ist es doch so, da muss ich jetzt der Frau Sippel widersprechen, die Diskrepanz ist doch sehr groß, wie wir gerade festgestellt haben. Es gibt einfach Schüler und Schülerinnen, die können, wenn überhaupt, digital übers Handy im Homeoffice oder halt im Homeschooling arbeiten. Das ist wirklich kein Zustand. Also ich weiß, es ist auch vom Gymnasiallehrer, der schaut dann, dass er irgendwelche Spendengeräte herkriegt, wenn er merkt, dass sein Kind kaum mitkommt, weil sie halt nur über altes Smartphone irgendwie die Aufgaben lösen können oder da ja Anschluss haben. Dann kurz zu den MEBIS, genau, das haben wir auch kurz angesprochen, das hat am Anfang ja gar nicht funktioniert. Da ist jetzt dann bei uns eine Schule auf Teams übergegangen und da ist es eben auch wirklich so, wie da Markus Schicketanz gesagt hat, da kommen auch Kosten auf einen zu. Man konnte jetzt iPad zum Beispiel nicht alle Tools nutzen, außer man hätte Abo, monatlich halt was bezahlt, dann hätten wir es machen können. Das sind dann schon Kosten, die neben Geräten dann auf die Familien zukommen, muss man schon sagen. Und was halt am meisten auffallen ist, muss ich sagen, ist, dass einfach das ganze Homeschooling stark abhängt vom Engagement und vom Interesse der Lehrer oder vom Lehrkraft. Da gibt es welche, die engagieren sich, die schauen sich das an, die hängen sich da rein und machen das auch über die jeweilige Plattform. Und dann gibt es eben andere, die
wollen damit nichts zu tun haben. Da kriegt man dann höchstens mal eine E-Mail mit irgendwelchen Blättern, die man ausdrucken soll zu Hause. Ja, oder man zahlt dann wieder mal Kopiergeld und es wird in der Schule mal was kopiert und mitgeben, wenn sie halt dann mal gerade vor Ort sind. Das ist halt dann auch nur eine ganz große Schere, die da auseinanderklafft. Aber wichtig, finde ich, wäre natürlich auch, wenn man, wie die Landtagsfraktion beantragt hat, jedes Kind auch wirklich ein Endgerät hätte. Und nicht, dass es so große Unterschiede gibt. Die einen haben gar nichts oder nur ein Smartphone und die anderen, die haben einen tollen Laptop oder irgendwas anderes zur Verfügung. Das war es erstmal. Ja. Vielen Dank, liebe Iris. Zum Thema Geräteversorgung möchte ich auch vielleicht noch auf eine Initiative der Wirtschaftsjunioren Oberallgäu Kempten hinweisen. Die haben sich jetzt nämlich in einer Initiative aufs Revier geheftet, dass sie Endgeräte sammeln, alte Endgeräte bei der Bevölkerung, um die dann den Schulen und den Schülerinnen zur Verfügung zu stellen. Ich finde prinzipiell jede Form von solchem bürgerschaftlichen Engagement super und unterstützt es voll, aber natürlich wäre es natürlich besser, wenn der Staat und dementsprechend dann auch der Freistaat sich darum kümmert, dass das so ein Anspruch bestünde. Dann schaue ich nochmal in den Chat hinein. Das Thema Open Source wird da angesprochen. LibreOffice ist eine feine Office-Alternative. Dann würde ich vielleicht sogar ein bisschen konkreter auf das Thema eingehen, wie digitalisieren wir denn überhaupt unsere Schulen? Weil dass wir digitaler werden wollen, das ist, glaube ich, ein unbestrittenes ja, ein Konsens, aber die Gretchenfrage ist ja, wie digitalisieren wir unsere Schulen? Jetzt hast du vorher, Doris, schon die verschiedenen Plattformen und Möglichkeiten aufgezeichnet oder aufgezeigt, die aktuell genutzt werden. Es ist natürlich die Frage, was ist gut, was ist schlecht, was hat sich bewährt und kann man vielleicht auch da eine Gesetzmäßigkeit von ableiten. In der Diskussion, wir haben im Vorfeld ja schon mal eine Diskussion mit Lehrern geführt, war auch häufig die Rede davon, dass man jetzt nicht unbedingt will, dass nur Office als Anbieter für Digitalisierung in den Schulen zuständig ist, also Microsoft, die das ja kommerziell machen, die stellen das natürlich jetzt kostenlos für den Bildungssektor zur Verfügung, in der weisen Absicht, dass irgendjemand dann auch später diese Produkte nutzt, weil er darauf geprägt worden ist. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber die Frage ist halt, wie können wir so einen Spagat nutzen zwischen Wettbewerb natürlich in dem Bereich, also Wettbewerb auch die Ideen und der Technik, aber auch eine Vereinheitlichung, weil das andere Thema ist natürlich, wie können wir Standards setzen, mit denen dann jeder arbeiten kann. Wie stellst du dir das vor, Doris? Soll alles nach Office digitalisiert werden, alle Open Office oder ein freier Wettbewerb und wie schaffen wir es dann, das Ganze zu finanzieren, wenn wir alle Stückwerk haben sozusagen? Ja, das ist auf jeden Fall die Herausforderung, die es jetzt irgendwie auch anzugehen geht, wo wir einfach sagen müssen, ja gut, dann müssen wir uns jetzt tatsächlich fixe Gedanken machen, vor allem, weil wir auch gar nicht wissen, wie es jetzt im neuen Schuljahr dann auch weitergeht. Es gibt praktisch verschiedene Schulen, die sich da auf den Weg gemacht haben und bestimmte Sachen ausprobiert haben. Der pädagogische Ansatz ist natürlich zu sagen, wir wollen mit Open Source gerne arbeiten, einfach auch um, ja, konzernunabhängig zu bleiben, egal ob man praktisch in Förderprogramme reinschaut oder jetzt in dieses aktuelle Votum 2019 oder jetzt auch quasi das 20er, da steht immer wieder drin, dass man Open Source Ausrichtung auf jeden Fall bevorzugen soll, bevor man sich praktisch Gedanken macht, wieder überall sich einzukaufen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Als Videokonferenz-Tool gibt es ja das, zum Beispiel das Big Blue Button oder Jitsi, wo man praktisch eigene Server aufsetzen kann. Das sind jetzt lauter Sachen, wo man dann überlegen muss, aber da muss es praktisch jetzt die Schulen aktiv werden, die Gemeinden aktiv werden, zu sagen, so, wir wollen da einheitlich sein, wir sehen hier Bedarf, wir brauchen hier Hilfe und Unterstützung und dann kann man da versuchen, in eine einheitliche Lösung zu gehen. Das Kultusministerium hat reagiert vor ein paar Wochen und hat den weiterführenden Schulen eben mit Microsoft Teams ein Angebot gemacht.
Von vornherein aber gesagt, das ist ein temporäres Angebot. Also wir wissen nicht, inwieweit dieses momentan für die Schulen kostenfreie Angebot auch mit Support und Einpflege weitergeführt wird. Wir gehen mal ganz klar davon aus, dass das ausläuft, so wie es angekündigt ist. Und dann ist die Frage, was als nächstes kommt. Und da warten wir jetzt bei der Staatsregierung im Prinzip auf eine Antwort, die BarnCloud lauten könnte oder auch eben anders lauten könnte. Ich sehe, der Josef Dornach meldet sich. Jawohl, Seppi. Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank, Michael, für die Einladung. Ich bin kein Medienexperte und ich bin auch kein IT-Experte. Darum möchte ich überhaupt nichts in Frage stellen. Frau Sippel, mir fällt bloß gerade bei der Diskussion auf, die sicherlich wichtig und auch richtig ist, mit was wollen wir denn arbeiten, was soll für eine Software am Schluss zur Verfügung stehen, würde ich trotzdem die Diskussion noch einen Schritt zurückgehen. Ich möchte ein kurzes Beispiel dazu bringen. Unsere führenden Politiker, nicht nur im Oberallgäu, in ganz Bayern, unterhalten sich seit über 12 Jahren, ob der Zug, also die Lok mit Wasserstoff, oder mit Strom fahren soll, ja, oder mit elektrifizierter Leitung. Wir bringen die Leute nicht auf die Schiene, solange wir diskutieren, mit was wir fahren. Wir müssen das Bewusstsein schaffen, dass die Sache notwendig ist. Und an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, müssen wir das sicherlich unter den Fachleuten diskutieren. Da haben Sie absolut recht, Frau Sippel, aber ich finde die Diskussion, ob mit Microsoft oder nicht, ist gar nicht so wichtig, weil ich musste feststellen, jetzt auch in dieser Zeit, der vergangenen Wochen und Monate, auch in der Familie, wie schwierig es überhaupt ist, dass das Thema digital ankommt und nicht negativ behaftet ist. Denn Covid war nicht das Problem. Das Problem gab es schon vorher. Covid hat es nur deutlich gemacht, wie viele auch Eltern Angst vor der Digitalisierung überhaupt haben. Wer sich heute an der Diskussion beteiligt, das sind sicherlich Personen, die Interesse daran haben, die sich erkundigen, die vielleicht aus beruflicher Erfahrung wissen, wie wichtig es ist und welche Chancen hinter der Digitalisierung stecken. Wir haben aber mindestens so viele Eltern und auch Lehrer, und das meine ich überhaupt nicht zum Negativen, sondern einfach von der Entwicklung her, weil der Fokus nie wirklich so stark drauf lag, die Digitalisierung negativ behaftet sehen. Und wir müssen das erst in die Köpfe reinbekommen und ganz massiv. Ich bin dem Michael Käser sehr dankbar, der hier einen Vorstoß auch in unserer Ausschussgemeinschaft gemacht hat, mit einem gemeinsamen Antrag, über den wir uns auch heute unterhalten haben, kurz mit der amtierenden Landrätin. Und auch hier sehen wir, dass es unheimlich schwierig ist, an den Stellen die Thematik zu platzieren. Also, wie gesagt, ich möchte die Diskussion nicht abbrechen, aber ich denke, der Fokus muss ganz klar darauf sein, dass Digitalisierung nichts Schlechtes ist, wenn man entsprechend richtig damit umgeht, und dass wir das in die Köpfe bekommen. Und zwar nicht nur in den Kommunen, die Sachaufwandsträger für ihre jeweiligen Schulen sind, sondern auf einer viel breiteren und einer größeren Plattform. Und dazu würde in der Diskussion helfen, ich bin dann auch schon fertig, Entschuldigung, glaube ich, ich bin nicht in der Kinder- und Jugendausbildung tätig, aber beruflich in der Erwachsenenbildung. Und wir mussten nicht wegen Corona, schon vorher durften wir feststellen, dass das viel zitierte Blended Learning durch digitale Medien so unheimlich wichtig und effektiv ist. Dieses Mix an Frontalunterricht, dieser Mix an digitalen Medien, der Mix an beispielsweise Videokonferenzen in Form von Diskussionsrunden. Genau das bringt uns im Beruflichen, in der Erwachsenenbildung enorm nach vorn, weil wir die Leute abholen können, wo sie stehen. Und genauso müssen wir klar machen, dass Digitalisierung eine Methode ist, die zwingend notwendig ist heute, um Unterricht zu vermitteln, aber nur eine, nicht ausschließlich, ganz wichtig. Also wie gesagt, Blended Learning nur als Beispiel. Und dann darf es gar nicht sein, obwohl ich das auch schätze, dass Bürger losziehen müssen, um alte Geräte zu sammeln, in einem Zeitalter, das digital ist. Es muss zum Selbstverständnis werden, dass hier entsprechende Ressourcen geschaffen werden.
Und Michael, ein kleines Nicken reicht oder du korrigierst mich einfach, haben wir uns auch schon ausgetauscht. Soweit es uns möglich sein wird, werden wir uns in diesem Kreis, wo wir tätig sind, dafür einsetzen, auch wenn wir schon spüren, wie schwierig es ist zu platzieren. Das wollte ich bloß kurz an dieser Stelle in die Diskussion mit einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Seppi. Bin dir auch sehr dankbar, dass du mit dem Bürgerbündnis das Thema auch mit forcierst. Dann hat sich der Markus Schicketanz gemeldet, wollte was zu den Geräten und der Sinnhaftigkeit der Anschaffung wahrscheinlich sagen. Okay, jetzt wird gerade ein bisschen laut. Mein Sohn druckt gerade parallel. Tut mir leid. Ja, die Digitalisierung zieht hier auch ein. Ja, also ich finde den Kommentar gerade eben absolut richtig. Es muss positiv behaftet sein, auch bei vielen Kollegen, jünger oder älter. Die müssen tatsächlich mitgenommen werden, ohne mitgenommen auszusehen. Ja, das ist nämlich so ein riesiges Dilemma, was ich momentan sehe. Nämlich, was ist überhaupt Digitalisierung? Manche verstehen eine E-Mail zu schicken schon als Digitalisierung. Oder wenn ich ein 30-seitiges veraltetes PDF einstelle und sage, liebe Schüler, mach das mal. Ja, das herrscht überhaupt keine Digitalisierung der Didaktik. Also ich meine, zum Beispiel auch, ich habe jetzt mit Lehramtsreferendaren gesprochen, die sagen, das ist in der Ausbildung nicht angekommen. Das heißt, es wird ja jetzt flächendeckend schon gemacht, dass die Alpdilling zum Beispiel oder auch, was ich vorher sagte, so Landratsamt Oberallgäu da sehr, sehr gute Fortbildungen anbietet, aber das ist eine komplette, also so ein Webinar aufzuziehen, ja, das ist eine andere Didaktik, die dahinter steckt. Und das muss gelernt werden. Und wer Hetty kennt, weiß, dass Digitalisierung 0,18, glaube ich, bringt. Mehr nicht. Also es muss die richtigen Apps kollaboratives Arbeiten. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, nur eine Videokonferenz zu machen, macht den Unterricht nicht besser. Und das finde ich so Dinge, die Schulen werden beraten, aber sie werden meines Erachtens noch viel zu wenig beraten. Also das ist so ein Punkt, ich weiß, was die Landratsämter machen oder die jeweiligen Dienststellen machen, der Bezirke, die machen da schon sehr, sehr viel. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn eine Schule neu ausgestattet wird, da müssen die reinkommen, die müssen beraten, die müssen tatsächlich die Leute auch darauf hinweisen, dass es solche Modellklassenzimmer gibt, was ich vorher sagte, Frau Zippel, dass die Leute sich wirklich, also das ist nicht so zu wenig bekannt. Wir wurden darauf tatsächlich nicht in diesem Maße hingewiesen, was alles geht. Das heißt, Schulen werden heutzutage immer noch ausgestattet, renoviert für sündhaft teures Geld, ohne sich zu überlegen, was macht denn Sinn? Welche Art von Beamer brauche ich? Wir sprechen ja auch vom Umweltschutz. Ja. Wir müssen überlegen, welche sind energiesparend, welche Geräte sind sinnvoll. Nur Leihgeräte rauszublasen und dann zu sagen, ja, mach da mal. Ja, wer denkt über die Nachhaltigkeit nach? Oder ich schaffe mir ein teures Tablet an, ja, dann freut sich die Firma Apple. Ja, aber ist das wirklich sinnvoll in den Schulen? Weiß ich nicht. Ja, und dann liegen sie irgendwo rum. Und das sind so alles so Dinge, es wird an so vielen Ecken und Enden momentan gebastelt und gedrückt und geschoben. Da kommen Gelder, die kommen nicht an. Also was ich vorher sagte, es ist für Kempten definitiv ein Riesendesaster. Wenn der Fördertopf aus München verrechnet wird mit bestehenden Budgets und die Schulen dann Sperren kriegen, die dürfen keine Gelder ausgeben jetzt mehr, dann stehen wir schlechter da als vorher. Also ich glaube, da müssen wir noch mit der Stadt auch nochmal reden, beziehungsweise dass wir uns unterhalten, weil ich jetzt tatsächlich einen ganz aktuellen Stand habe. Ihr habt in Kempten ja praktisch die Situation, dass der dafür zuständig war, in den Ruhestand gegangen ist und diese Stelle momentan auch nicht besetzt ist, jetzt wieder neu ausgeschrieben wird und die Gelder aber tatsächlich jetzt schon ausgegeben werden müssen und die können nicht verrechnet werden, die gibt es schon on top obendrauf. Also ich glaube, da müssen wir nochmal einfach, vielleicht können wir nachher einfach nochmal vielleicht die Situation in Kempten nochmal vielleicht dann nochmal zusammen nochmal uns anschauen. Es ist so, dass wir diese Berater digitale Bildung, das sind im Prinzip diese Beratungsinstitution, die eingeschaltet ist, um den Schulen zu unterstützen, nicht nur in der Medienkonzepterstellung zu sagen, was will ich an meiner Schule, welche Geräte machen Sinn, wie wollen die Lehrer arbeiten, welche Inhalte will ich wie umsetzen. Das hat ja jede Schule mit einem Medienkonzept gemacht. Die Berater digitale Bildung betreuen das. Ich bin so ein Exemplar, ich darf das oder ich mache das nur für die Grund- und Mittelschulen, weil das praktisch mein Aufgabenbereich ist. Solche Berater digitale Bildung gibt es auch für andere Schularten, aber zum Beispiel für die Gymnasien gibt es nur einen ganz Schwaben. Das heißt, ich weiß nicht,
Ich weiß nicht, inwieweit ihr Kontakt mit demjenigen habt, der euch, ob euch der auch dann so begleitet, wie jetzt wir das tatsächlich von vor Ort machen können, weil wir natürlich jetzt, also ich würde mal sagen, ich kenne jeden Schulleiter im Oberallgäu und jetzt praktisch für mich Kempten und Lindau genauso. Und wir sind ganz eng in Kontakt mit denen. Also da gibt es einfach unterschiedliche Systeme. Das ist leider ja systembedingt, das ist nicht gut, aber da ist halt einfach auch tatsächlich auch in dieser Form kein Gleichgewicht da. Absolut. Ich meine, ich kenne es, ich arbeite auch an der Dienststelle, ich kenne das Problem. Und ich weiß es. Wir haben einen für ganz Schwaben, das ist der erste Punkt. Zweitens, die Schulen müssen wissen, dass man die Person direkt anfordern kann, soll, muss. Und wenn es um eine Neuausstattung geht, finde ich, von der Schule, dann muss es Automatismus sein. Ja. Das heißt, da müssen die Schulen auch beraten werden, was ist ein innovatives Konzept von der Unterrichts- oder Raumgestaltung mit den Geräten, eine entsprechende Infrastruktur. Vielleicht da noch das Beispiel, gerade reingegrätscht, das Thema Whiteboard wurde ja früher ziemlich gehypt und das ist ja sowas, wo ich den Eindruck habe oder hatte, dass da so eine Dynamik reingekommen ist, dass jede Schule jetzt unbedingt Whiteboards braucht, aber die dann im Endeffekt gar nicht so benutzt werden, weil die Lehrer damit nicht entweder umgehen wollen oder können. Also wird da nicht viel auch Elektroschrott, lese ich in den Chats, produziert, weil es da an erstens dem Gedankenschmalz im Vorhinein gefehlt hat, an Beratung, aber auch an Compliance. Ist die Frage an mich, soll ich? Ja, Doris, gerne. Gerne. Also ich glaube, das ist ja genau das, was wir jetzt geschafft haben mit dem Medienkonzept, dass die Schule sich selber überlegt hat, wie soll meine Ausstattung sein, wie will ich in meiner Schule arbeiten. Und da gibt es Schulen, die sagen, mir ist es wichtig, ich brauche die Interaktivität an einer Tafel, ich kann das nutzen, ich kann das bedienen, ich mache das gerne und für mich hat es einen absoluten Mehrwert und dann ist es auch ein Mehrwert, weil es eingesetzt wird, weil die gerne damit arbeiten und weil sie es einfach ganz intuitiv machen und auch ihr Unterrichtsmaterial zum Beispiel darauf abgestimmt haben. Dann gibt es aber auch ganz viele Kollegen, die sagen, ich will eigentlich gar nicht immer mit diesem Rücken an die Wand und weil dann bin ich wieder an diese große Tafel gefestigt. Ich habe lieber ein mobiles Gerät in der Hand, spiegelt es auf einen Beamer. Die Schüler können, egal ob Bring Your Own Device oder ihre Geräte auch drauf spiegeln und ich kann praktisch aktiv an meinem Gerät interaktiv arbeiten, ohne dass ich jetzt immer irgendwie an der Wand klebe oder so. Und so sind tatsächlich ja ganz viele unterschiedliche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben und sich zu überlegen, wie will ich digital mein Klassenzimmer haben, wie kann ich am besten für mich arbeiten. In vielen Grundschulen wollen die Lehrer natürlich noch nach wie vor auch schreiben und die grüne Tafel haben. Die gehen dann zum Beispiel auf Lösungen zu sagen, ich habe meine Pylonentafel und hinter der Pylonentafel ist zum Beispiel ein Bildschirm. Praktisch nicht interaktiv, auf den ich auch spiegeln kann, den ich quasi mit meinem PC verbunden habe, mit dem ich arbeiten kann. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, das ist eben das Schöne, dass wir dann da auch individuell beraten können, wenn wir wissen, wie die Schule, wie die Lehrer gerne arbeiten wollen. Ich sehe da Hände nach oben, jawohl, Iris und dann Markus Schicke-Tanz und dann Oliver Schwarz, jawohl. Mir ist jetzt gerade ganz kurz ist mir nur der Gedanke gekommen, als es geheißen hat, ja, Elektroschrott und das ist dann, wenn man an alle Schüler was ausgibt, ist mir so der Gedanke gekommen, ob das auch so war, als man die Schiefertafeln verbannt hat und den ganzen Schülern und Schülerinnen Bücher und Papier mitgeben hat, da hat es bestimmt auch geheißen, ah, der ganze Abfall, da haben die alle Bücher und sonst hatten wir nur eine Tafel mit einem Schwamm. Ja, okay. Also es war jetzt ein bisschen überzogen, aber ich denke, man muss nicht unbedingt wenn es nicht gewünscht ist oder wenn es finanziell nicht geht, jedem ein Laptop in die Hand drücken, der schon eins zu Hause hat, ein gutes. Aber so Leihgeräte, die man dann wieder einsammelt und dann der Nächste verwenden kann, das ist jetzt nicht das Schlechteste, denke ich. Ich wollte ganz kurz noch was sagen zu der Situation in Kempten. Ich habe mich nämlich auch erkundigt und die Schule, an der meine kleine Tochter ist, hat sich auch erkundigt, wie das denn so läuft mit Laptops und Beschaffung. Sie haben eigentlich keine Infos bekommen. In Kempten wusste es wirklich keiner. Und die haben dann gemeint, das wüsste das Schulamt. Das Schulamt hat aber auch gesagt, sie wissen da nichts. Und so kommt die Schule dann natürlich nicht weiter, wenn sie nicht weiß, an wen sie sich wenden muss. Das ist natürlich dann auch irgendwie ja, ein Informationsdefizit, das man unbedingt auch ja, verbessern muss.
Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist jetzt eine Sache. Im Grund- und Mittelschulbereich haben wir in Kempten einen Ansprechpartner jetzt und einen, der jetzt praktisch damit betraut wurde, die Abwicklung der Förderpakete zu machen. Und wir haben tatsächlich vor, für nächste Woche eine Online-Konferenz mit den Schulleitern zu machen, um die auf den aktuellen Stand zu bringen. Also es war ein Vorstoß meinerseits zu sagen, ihr müsst mal wieder die Schulen sagen, was eigentlich gerade passiert, dass sie auch wissen, dass sie im nächsten Schuljahr die Geräte erwarten dürfen. Vielen Dank. Dann Herr Schicketanz. Also Frau Stippel, verstehen Sie mich da nicht falsch. Also ich finde, was Sie machen, ist echt, echt super. Aber ich meine, ich sehe es halt bei uns zum Beispiel, war es wirklich so, wir kriegen irgendwann mal einen Neubau, zumindest eine Sanierung, ja, und dann eben mit entsprechender Frage, was kann man da reintun, ja. Wenn du nicht wirklich aktiv von außen her auch jemanden kriegst, der dich berät und automatisch dich berät. Das heißt, die Kommune sagt, okay, da ist ein großes Projekt und die Kommune ist nun mal Sachaufwandsträger, ja, die sind dafür verantwortlich, was da reinkommt, ja. Das heißt, okay, was ist nachhaltig, was ist sinnvoll und was gerade eben gesagt wurde zum Thema den Geräten. Natürlich, wir brauchen nicht einfach nur irgendwelche Geräte, die sinnlos und ausgegeben werden, natürlich, die vielleicht gar nicht brauchen, ja. Das heißt, es muss sinnvoll sein, es muss passend sein. Aber das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt wiederum Schüler haben, die Geräte, also wenn wir zu viele verschiedene Geräte haben bei Bring Your Own Device, dann kennt sich dann auch keiner mehr aus, dann funktioniert nur noch ein Teil, dann sind die Geräte veraltet, dann laufen die Apps nicht mehr. Also da muss eine Standardisierung meines Erachtens her. Ohne aber diesen Elektroschrott zu fabrizieren, wenn die Geräte zu günstig sind und nach ein, zwei Jahren wieder rausfliegen. Vielen Dank. Dann Oliver Schwarz. Ja, also ich möchte jetzt erstmal zustimmen, was der Josef Dornach und der Markus Schicketanz gesagt haben. Die Digitalisierung muss bei der Bevölkerung positiv ankommen. Das ist ganz wichtig. Zu dem, dass jede Schule oder jeder Lehrer, das sein eigenes Süppchen kochen darf oder soll, das finde ich persönlich nicht gut. Ich meine, das hat wirklich vom Ministerium so eine Art Leitplan, Lehrplan an die Schulen oder rausgebracht werden, was sie bei dieser Digitalisierung umsetzen müssen, wie sie es machen sollen. Und das dritte Punkt, wo ich noch ein bisschen Problem sehe, wenn es Leihgeräte gibt, also wie gesagt, in Oberstdorf ist auch Gelder freigemacht worden, da wurde es auch was gekauft. Wer administriert die Leihgeräte? Wer ist dafür verantwortlich? Ist es die Schule? Ist es der Sachaufwandsträger? Wer macht den Virenschutz und so weiter? Da sehe ich ein Problem, wenn man die Leihgeräte rausgibt. Also die Leitgeräte liegen quasi in der Obhut des Sachaufwandsträgers. Der bekommt praktisch zu 100% Förderung, jetzt ohne auch Bedingungen, was er einkaufen muss. Das ist also praktisch eine Förderung, die sehr, sehr offen ist. Die Schulen können ihre Bedürfnisse an den Sachaufwandsträger melden, sagen, wir wollen zum Beispiel entweder Tablets oder Laptops. Die werden dann quasi vom Sachaufwandsträger beschafft und er ist im Prinzip auch Eigentümer. Die werden an die Schulen ausgeliefert, weil die Schulen im Prinzip wissen, wer dann im Prinzip Bedarf hat. Also bei der Schule können sich dann Eltern und Schüler melden, die praktisch gerne ein Leihgerät haben möchten. Jetzt ist es so, dass praktisch die Schulen ja sowieso schon beim Sachaufwandsträger mit Geräten da sind und jetzt hängt es einfach von der Infrastruktur des Sachaufwandsträgers statt, wie er diese Geräte weiterhin einpflegt. Für Tablets gibt es so mobile Device Management System, MDMs, wo die eingepflegt werden können. Die sind auch mit förderfähig, also praktisch eine Ausschreibung jetzt von Oberstdorf kann zum Beispiel lauten, so und so viele Tablets eingebunden auch in diesem MDM-System, sodass es auf jeden Fall die Administration dann mit in den Förderbereich schon mit drin ist. Bei Laptops muss man halt schauen, wie momentan auch die anderen Schullaptops gewartet werden und subventioniert oder überhaupt supportet werden und dann schauen, wie praktisch jeder Sachaufwandsträger das macht. Die meisten haben dafür tatsächlich auch eine Lösung, weil sie ja schon mit Geräten bisher auch im Amt oder an den Schulen arbeiten. Wissen das die Kommunen auch, dass sie das machen müssen? Ja, das steht ganz klar in diesen ganzen Förderungen. Das heißt, du kannst zum Klaus King gehen und sagen, er ist verantwortlich. Das ist schon mal ganz wichtig, dass du das halt mitnehmen kannst. Doris, du hattest vorher angesprochen, das Förderprogramm, gerade in Bayern, ich glaube 76 Millionen werden da ausgeschüttet für Digitalisierung. Zuzüglich zum Digitalpakt 2, der ja ein Bundesförderprogramm ist. Jetzt ist ja zu lesen, dass noch nicht sehr viel vom Digitalpakt 2 Geld abgerufen worden ist. Ich glaube so 10%, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist auf jeden Fall hinter den Möglichkeiten, obwohl es das ja schon seit eineinhalb Jahren oder sowas gibt. Auf jeden Fall schon vor Corona möglich war, das zu beantragen.
Also wir haben ja in Bayern die Sondersituation mit den verschiedenen Förderpaketen und die werden einfach oft durcheinander gebracht. Und wir haben jetzt praktisch ja dieses digitale Klassenzimmer schon bekommen, bevor es den Digitalpakt gibt. Und den Digitalpakt, der ist jetzt im Prinzip erst ein Jahr alt und geht auf 5 Jahre. Das heißt, diese Fördergelder sind noch 4 Jahre lang gültig, währenddessen das digitale Klassenzimmer vor 2 Jahren kam und jetzt 2020 abgewickelt sein muss. Und das ist genau das Problem. Wo wir jetzt praktisch drin stecken, also die Gemeinden, die Sachaufwandsträger sind momentan beschäftigt, diese Bayerngelder abzuwickeln. Und jeder, der weiß, wie diese ganze Antragstellung abläuft, überhaupt, dass er jetzt überhaupt diese ganzen Ablauf ist, also diese Ausschreibungen, wir haben hier ja auch größere Summen, zum Teil braucht es europaweite Ausschreibungen. Also die sind alle momentan beschäftigt und jetzt in diesem Jahr werden die meisten Sachen noch endabgewickelt mit den Bayerngeldern. Dann kam jetzt ganz aktuell dieses Sonderbudget rein, was auch Bundesgelder sind, die müssen auch bis Ende 2020 abgewickelt sein und bis jetzt zum 31.07. die Antragstellung abgewickelt sein. Das heißt, die Sachaufwandsträger sind momentan unglaublich beschäftigt mit diesen 2 Fördergeldern oder Förderprogrammen, damit die nicht verfallen. Und da kommt es jetzt einfach auch her, dass sie sagen, wir machen jetzt die digitalen Klassenzimmer, wir starten die aus und schauen dann, jetzt kommen noch die Leihgeräte dazu, die ja dann auch, wenn sie nicht verliehen werden, in dem Schulpool zur Verfügung stehen als mobile Geräte zum Arbeiten, um dann zu sagen, okay, und jetzt machen wir uns an den großen Batzen. Da braucht es auch ein richtiges Konzept. Also wenn ich jetzt das abrufen möchte, dann brauche ich ein Konzept, dann brauche ich vorher einen Supportvertrag und das muss alles aufgesetzt werden. Und das handelt sich jetzt wirklich um große Summen und die Sachaufwandsträger haben da eine Mammutaufgabe vor sich. Sie haben nicht so wie die Schulen jetzt Berater digitale Bildung im Hintergrund, die mal vorbeikommen und sagen, schau, das kannst du machen und das macht Sinn und wir zeigen euch, wie man damit arbeitet. Da ist im Prinzip, die müssen sich, wäre natürlich schön, wenn sie sich auch noch mehr vernetzen, aber die sind tatsächlich mit dieser ganzen Situation auf sich selber gestellt und müssen im Prinzip das abwickeln und haben solche Ausschreibungen in dieser Form zum Beispiel auch noch gar nie gemacht. Und die brauchen tatsächlich auch momentan die Zeit, um sich da einzuarbeiten, um das ja auch richtig machen zu können. Absolut. Das sieht, glaube ich, auch jeder ein, auch wenn man jetzt sich, also aus meiner Sicht sind jetzt ganz viele, ganz viel Geld auf einmal auf die Schulen eingeprasselt und man kommt jetzt einfach nicht hinterher. Wäre es da, wir sind jetzt schon eine Stunde dabei, das Problem zu analysieren, das vielleicht auch ein bisschen in den Teil der Lösung hinein, wäre es da nicht auch sinnvoll, sich eher mal zusammenzuschließen, weil die einzelnen Aufwandsträger, also die Gemeinden, wirken in dieser Situation, wie du beschrieben hast, ja durchaus überfordert. Und wenn man jetzt andenken könnte, da Synergien zu heben und sich zusammenzuschließen und gemeinsam eben die Fördergelder zu beantragen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die das eher gelernt haben, diese Anträge zu stellen und besser dabei unterstützen können, als wenn jetzt 28 Gemeinden im Oberallgäu einzeln diese Anträge stellen. Also konkrete Frage, wir haben, der Seppi hat es vorher schon angedeutet erzählt, wir haben einen Antrag gestellt im Kreistag zur Gründung eines Zweckverbands Schule Digital, der Folgendes beinhalten soll, nämlich gemeinsam mit dem Landkreis sollen die Gemeinden im Oberallgäu, die schultragenden Gemeinden und vielleicht auch die Stadt Kempten, das braucht allerdings noch ein bisschen, bis da eine Kooperation, glaube ich, möglich ist. Auf jeden Fall ist die Idee, dass man gemeinsam einen Zweckverband gründet, um gemeinsam Geräte anzuschaffen, gemeinsam auch eine Schulbildung, eine Lehrerbildung, aber auch eine Elternbildung voranzutreiben, gemeinsam für die Wartung dieser Geräte zur Verfügung zu stehen. Und was wir auch mal diskutiert haben, vielleicht einen gemeinsamen Server aufzusetzen, wo man dann datensicher die Programme drauf hosten kann. Jetzt gibt's, wir haben uns das ein bisschen abgespechtet von Günzburg, wo so ein Zweckverband schon gegründet worden ist. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie die das gemacht haben und wie so ein Zweckverband denn überhaupt funktionieren könnte oder was der machen könnte? Aus deiner Sicht, Doris? Ja, also der Landkreis Günzburg hat das eingerichtet inzwischen. Die sind praktisch jetzt so weit, dass es nächste Woche gegründet wird, dieser Zweckverband. Aber man muss jetzt einfach aussehen, die haben ja praktisch eine Vorlaufzeit jetzt von fast 3,5 Jahren gehabt. Der Jürgen Schließzeit ist praktisch Lehrer in diesem Landkreis, Medienzentrumsleiter auch und auch Berater digitale Bildung und ist immer mobil unterwegs und war praktisch jetzt irgendwie natürlich auch ständig an allen Schulen immer im Einsatz und hat im Prinzip die Bedürfnisse der Schulen gesehen und ist dann einfach mit Rückgrat Schulamt und eben auch
ja, politisch motiviert. Da gab es dann praktisch einfach, ja, ich glaube, es war ein Bürgermeister und auch praktisch Kreisratsmitglieder, die dann eben gesagt haben, lass uns doch da einfach mal ein bisschen gemeinschaftlich denken. Und die sind dann auf den Weg gegangen und haben praktisch Mitstreiter gesucht, um zu sagen, wollen wir uns praktisch in IT-Fragen, in Support-Fragen nicht zusammentun, um da was auf die Beine zu stellen. Und haben dann sehr viel rechtlich und technisch geprüft und sich überlegt, wie man das machen kann und kamen dann zum Schluss, sie waren praktisch bei einer GmbH, sie haben einfach verschiedene Rechtsformen sich überlegt und kamen dann zum Schluss eben auf diesen Zweckverband. Nachdem ein paar mitgemacht haben und einfach gesagt haben, ja, das ist eine gute Idee, weil wir haben da tatsächlich Bedarf in diese Richtung. Er wurde vor allem sehr viel in diese Aufklärungsarbeit gemacht, wie man auch vorher jetzt schon gehört hat, was ganz, ganz wichtig ist. Warum brauchen wir diese digitale Schule überhaupt? Was ist digitales Lernen? Was ist da der Unterschied? Und wo kommt da, ich sage jetzt, diese Mehrwertdiskussion auch ein bisschen raus? Und sie haben sich dann praktisch zusammengetan, um dann eine Satzung praktisch zu entwickeln. Sie haben kalkuliert, was brauchen wir, was kommen als Kosten praktisch auf die einzelnen Gemeinden zu. Sind dann davon ausgegangen, wir brauchen mindestens 2 oder 3 Leute, die wir fest anstellen, die dann eben ITler sind, die den Support übernehmen, die dann eben diese ganzen Dienstleistungen, die wir alle gemeinsam brauchen, auf die Reihe bringen. Haben dann eben eine Kalkulation gemacht und dann Interessensbekundungen an die Gemeinden rausgeschickt. Die haben das in den Gremien, in den Gemeinderäten diskutiert und dann eben beschlossen. Und jetzt ist es praktisch so, dass, glaube ich, Stand gestern waren die letzten 2 Zustimmungen der Gemeinden, dass im Landkreis Günzburg alle Gemeinden jetzt dazu gestimmt haben zu diesem Zweckverband und der nächste Woche gegründet wird. Dabei sind aber nicht der Landkreis Günzburg, der alle Gymnasien und Realschulen hat und auch nicht die Stadt Günzburg. Das heißt, dieser Zweckverband ist jetzt gegründet nach den 3,5 Jahren Vorarbeit vieler Treffen, vieler Diskussionen, vieler technischer und rechtlicher Sachen, die geklärt werden müssen. Es muss ja ein rechtlicher Leiter da sein, es muss ein technischer Leiter da sein, es muss ein Beratungsgremium da sein und so weiter. Und trotzdem sind jetzt praktisch in diesem Verbund die Stadt Günzburg als die größte Stadt nicht dabei und auch der Landkreis mit den landkreiseigenen Schulen nicht mit dabei. Und aus welchen, Josef, du wolltest noch was sagen. Ja, ich denke, Frau Süppel, korrigieren Sie mich oder ergänzen Sie es dann. Das ist ja, was uns schon gesagt wurde, wenn eine Kreisverwaltungsbehörde in Form von kreisfreier Stadt oder aber als Landkreis teilnimmt, dann verlieren Sie in diesem Fall als Zweckverbandsmitglied, ich sage es jetzt mal, die Aufsichtsmacht, weil die Rechtsaufsichtsbehörde dann eine Instanz oben sitzt, nämlich bei der Regierung von Schwaben. Und das würde mich gerade interessieren, wie Sie das sehen, Frau Süppel. Sehen Sie, wäre das denn ein Problem oder ist es tatsächlich nur ein Hierarchieproblem, das da besteht, weil man Angst hat, vielleicht etwas aus der Hand zu geben? Wo sehen Sie da Vor- oder Nachteile, Frau Süppel? Ja, ich glaube, wir haben nochmal eine ganz andere differenzierte Lage, weil der Landkreis Oberallgäu diese Schulen gar nicht in eigener Hand hat. Also der Landkreis Oberallgäu ist im Prinzip der Sachaufwandsträger für die Albert-Schweitzer-Schule und für die Berufsschule. Und da haben wir praktisch momentan auch ganz wenig Zugriff auf diese Schulen, weil wir selber als Landkreis nicht Sachaufwandsträger sind. Und da haben wir eine ganz andere Situation. Es ist schon so, wenn dann praktisch die Regierung dann da mitspielt, das ist ja das, was Günzburg auch absolut vom Zweckverband her nicht wollte, weil dann einfach die ganzen Entscheidungen, diese schnelle Sachen, die jetzt zum Beispiel einen Warenkorb aufzubauen oder die Geräte, die mobilen Geräte in so ein Management-System einzubringen. Also wir müssen ja mal sehen, was ist das Ziel, was macht dieser Zweckverband? Und die haben jetzt im Prinzip 5 Säulen. Die machen eben diese Verwaltung von den mobilen Geräten und auch im Ausblick dann der ganzen IT-Geräte in der ganzen Infrastruktur, weil sie eben sagen, sie bauen das einheitlich auf. Und umso, wenn ich praktisch jetzt so ein Gremium habe und ich muss schon praktisch schauen, dass ich da alle Gemeinden inhaltlich reinbringe mit allen Schulen, dann will ich, glaube ich, nicht noch von der Regierung abhängig sein, die dann mir dann da auch noch versucht reinzusprechen. Also ich glaube, das verkompliziert das Ganze wirklich sehr. Okay. Ich sehe, der Herr Mögele hat sich gemeldet, 3. Bürgermeister der Gemeinde Wildbadfried. Schönes Wort. Ja, genau. Ja, schönen Abend. Ich stelle mir das ganz kurz vor. Ich bin zum einen 2. Bürgermeister und damit Sachaufwandsträger für die Gemeinde Wildbadfried, für die Volksschule, für die Grundschule in Wildbadfried und bin hauptberuflich aber Berufsschullehrer an der Berufsschule Kempten. Bin da Systembetreuer schon seit ziemlich lange und auch für die Ausbildung von Fachinformatikern zuständig. Das sind natürlich 2
extreme Welten. Auf der einen Seite Grundschule und auf der anderen Seite Berufsschulzentrum mit der IT-Fachschule, die Top-Ausstattung hat und auch genügend Geld für diese Geschichten. Und da muss ich gerne noch gleich noch was zum Herrn Schickedanz sagen. Also wenn bei der Stadt Kempten die Gelder da irgendwo nicht bereitgestellt werden, dann läuft da irgendwas grob schief. Weil die ganzen, sowohl die Schulen haben die Infos, als auch die Sachaufwandsträger haben die Infos. Und das sind diese drei Förderbudgets, die es gibt. Digitalbudget, Digitalpakt und jetzt dieses Leihgerätebudget. Allein für das Berufsschulzentrum Kempten sind das zum Beispiel 3 Millionen Euro, die da liegen zurzeit und nur nicht abgerufen werden können. Da gebe ich der Frau Sippel vollkommen recht, weil man halt dann, sobald es über 200.000 Euro geht, kommt man in eine europaweite Ausschreibung rein und das ist, das dauert einfach wahnsinnig lang. Das war das Schöne jetzt bei den Leihgeräten, da wurde jetzt auf einmal Corona bedingt, da wurden diese oder Vergaberichtlinien etwas gelockert und deshalb konnten wir als Sachaufwandsträger sehr, sehr schnell beschaffen. Also ich habe sowohl für die Grundschule in Wilburtsried als auch für das Berufsschulzentrum haben wir innerhalb von einer Woche in Kempten zum Beispiel 200 mobile Geräte gekauft, 200 Tablets für die Grundschule, ja, da hat es bloß 10 Geräte dann gelitten von dem Geld, aber immerhin, also das geht dann sehr schnell, wenn man den Schulen oder beziehungsweise den Sachaufwandsträgern die Möglichkeiten gibt. Und das ist halt bei so einer zentralen Lösung wird es dann schon schwierig, weil dann kommt man automatisch immer in europaweite Ausschreibungen rein, dann zieht sich das. Das gibt es übrigens auch im Landratsamt Ostallgäu. Markt Oberdorf macht das auch für die ganzen Schulen schon zentral. Ich persönlich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar sind manche Schulen, manche Sachaufwandsträger da etwas überfordert, aber da haben sie ja Möglichkeiten, sich beraten zu lassen, zum Beispiel mit Frau Sippel oder auch andere Beratungseinrichtungen oder die Alpdillingen. Und ja, dann müssen aber auch die Schulen, die Schulleiter müssen dahinter sein. Also wie gesagt, was da am CVL läuft, das kann normalerweise nicht sein, dass die Gelder da irgendwo versumpfen. Und noch ein Punkt, was ich noch anfügen möchte, gern, wo es aus meiner Sicht am meisten klemmt bei den Schulen, und ich komme in ziemlich viele Schulen rein, man spricht, wenn man von Digitalisierung spricht, denken viele jetzt nur an mobile Geräte, an Tablets. Und das ist aus meiner Sicht deutlich zu kurz gesprungen. Wo es bei ganz vielen klemmt, das ist nach wie vor die Infrastruktur. Viele Schulen haben nach wie vor nur diesen kostenlosen Schulen als Netzzugang von der Deutschen Telekom mit 16 Mbit pro Sekunde. Und mit 16 Mbit der ganze Schule mit Internet zu versorgen, das ist ein Unding, das geht nicht. Also Internetzugänge klemmt, dann geht es weiter mit Vernetzung. Wenn ich jetzt einen Haufen Geräte anschaffe, dann brauche ich jetzt erst einmal eine vernünftige Vernetzung. Klar, mit WLAN kann man ein bisschen was machen, aber auch das muss professionell gemacht werden. Da brauche ich Ausleuchter vom Schulgelände, brauche genügend Access Points, nicht nur eine oder zwei Fritzboxen. Und ich brauche auch eine Netzwerkverkabelung, eine leistungsfähige. Und das ist so gut wie an keiner Schule vorhanden. Also da müsste man eigentlich zuerst ansetzen. Das war das Blöde an diesen Förderbudgets. Beim Digitalbudget, beim Bayerischen, da durfte keine Infrastruktur beschafft werden. Und das war als erstes da. Und dann kam erst der Digitalpakt. Beim Digitalpakt, da kann man auch Infrastruktur fördern. Aber der ist erst ein Jahr später kommen. Und das ist die Problematik mit der europaweiten Ausschreibung. Das ist auch bei uns im Berufsschulzentrum. Wir warten jetzt wir haben schon lang unsere Medienkonzepte gemacht und alles und warten seit über einem Jahr drauf, dass man endlich was bestellen kann, weil das Ganze in der europaweiten Ausschreibung ist. Also das sind so die Hauptprobleme, die ich sehe. Vielen Dank, Herr Mögele, für Ihren Einblick, Ihren professionellen Einblick in das Thema Digitalisierung der Schulen. Ich habe auch aus den Kommentaren gerade rausgelesen bezüglich dieser Idee des Zweckverbandes, dass ja schon viele Schulen gerade dabei sind, die Weichen zu stellen und dass, ob es nicht ein bisschen spät wäre für so eine Idee, kann ich durchaus verstehen, diesen Gedanken. Allerdings möchte ich da entgegenhalten, dass es natürlich jetzt noch nicht das Ende der Digitalisierung in den Schulen sein wird, sondern die Technik verändert sich ja ständig und meines Erachtens, das ist meine Auffassung, glaube ich schon, dass man auf lange Frist durchaus eine Kooperation zwischen den Sachaufwandsträgern
durchaus sinnvoll wäre, wenn es jetzt zum gerade um Thema Server geht, wenn es ums Thema auch Anschaffung von Geräten geht. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es schon verschiedene Präferenzen von Geräten und Software gibt, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Schule in Oberstdorf und eine Schule in Dietmannsried sagen, wir wollen beide Tablets haben, warum ist es dann, dann wäre es doch nur sinnvoll, wenn sie die gleichen Tablets haben wollen, dann die auch gemeinsam ordern, weil sie dann einen günstigeren Preis auf dem Markt bekommen, wenn sie höhere Stückzahl ordern. Das Problem mit den europäischen Ausschreibungen sehe ich in der Tat auch. Sollte allerdings nicht ein Totschlagargument sein, weil jetzt auch schon europäisch ausgeschrieben wird. Deswegen muss man sich schon überlegen, ob man langfristig eine Kooperation dahingehend durchaus anstrebt. Jetzt ist ja die Frage, der aktuelle Stand bei unserem Antrag ist ja, dass der jetzt nicht beschieden wurde, also er wurde noch nicht im Kreistag beraten, er wurde nicht abgeschmettert, sondern es wird erstmal auf die einzelnen Gemeinden zugegangen und im Jourfix besprochen, ob Interesse seitens der Kommunen für so eine Kooperation besteht. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist sowas ausgestaltet? Und da sehe ich auf jeden Fall durchaus Diskussionsbedarf, wie so etwas strukturiert sein muss. Also ist es dann eine Koalition der Willigen und der Schnellen sozusagen, die sich da zusammenschließen, oder sind es eher dann ein breites Bündnis, das sich da mit einem kleinsten gemeinsamen Nenner finden könnte? Das bleibt noch eben abzuwarten. Und, darf ich da was sagen dazu? Ja, gerne. Ja, also das Ganze gab es ja schon mal vor rund 15 Jahren oder noch länger. Da hat man schon versucht, vom Landratsamt Oberallgäu eine zentrale Lösung zu schaffen mit einem zentralen Terminal-Server. Und dann das an die Schulen auszurollen, an sämtliche allgemeinbildenden Schulen, wurde dann so eine Umfrage gemacht. Das ist natürlich mit Kosten verbunden, die dann wieder auf die Schulen umgelegt werden sollten, pro PC bestimmter Betrag. Und das wurde dann von den Schulen abgelehnt. Also waren nur ganz, ganz wenige, die das wollten. Also es ist nicht ganz einfach. Und das Beispiel MEBIS zeigt ja auch, dass solche zentrale Lösungen, die noch dazu von der staatlichen Institution etabliert wurden, sehr, sehr schwierig zu handeln sind. Und auch diese Performance dann, die man braucht, herzustellen, ist alles andere als einfach. Und ich weiß nicht, ob es viel Sinn macht, weil es gibt so Lösungen. Jetzt, wenn man die Microsoft-Lösung anschaut, ganz egal, wie man zu Microsoft steht, aber alles, was wir bräuchten, das und das auch, bitte an die Frau Sippel, da muss man wirklich kämpfen mit dem Kultusministerium. Wir brauchen eine Freigabe für Office 365. Da ist alles da. Und jede Schule kann sich einen kostenlosen Tenant einrichten, diesen A1. Da hat jede Schule für jeden Schüler, jeder Schüler, jeder Lehrer, sogar die Eltern können eine kostenlose E-Mail-Adresse haben. Die können kostenlos das ganze komplette Office-Paket nutzen, inklusive Teams, sich das kostenlos runterladen und Forms und alles, was dabei ist. Aber es fehlt an der datenschutzrechtlichen Freigabe vom KM. Alles, was man jetzt gemacht hat, ist Teams für die weiterführenden Schulen freizugeben. Aber das in einer dermaßen abgespeckten Version, die man eigentlich nicht vernünftig nutzen kann. Ich habe letzte Woche Schulung gemacht für die ganzen Systembetreuer in Schwaben von Berufsschulen und habe das denen vorgestellt. Es ist nicht verwendbar. Viel einfacher wäre es, den A1 einzurichten. Das ist eben die Lösung von Microsoft, für alle kostenlos. Sie wird mehr oder weniger, wir haben es bei uns in der Schule seit 5 Jahren im Einsatz, mehr oder weniger geduldet, aber es gibt keine offizielle Freigabe. Also da müssen wir ansetzen. Und es gibt von Microsoft auch Cloud-Lösungen. Die Zukunft heißt CSP, Cloud Service Providing. Da wird alles, da brauche ich nicht mal einen eigenen Server an der Schule. Das wird alles von Microsoft gehostet, zur Verfügung gestellt und für Schulen sogar kostenlos. Also sind so Lösungen, jetzt noch irgendwo einen Server aufzubauen, das ist Technik von gestern. Also das ist vorbei, kann ich nicht mehr empfehlen. Ja, das wäre das
die Traumlösung oder wie auch immer, das ist halt momentan das Rundum-Sorglos-Paket, aber der Datenschutz hat da momentan halt einfach noch die Bedenken und die Frage ist halt, ob tatsächlich das auch pädagogisch sinnvoll ist, das jetzt wirklich landesweit so auszurollen. Also wenn wir selber solche, praktisch genau so ein Angebot bieten könnten in der Bayern-Cloud-Geschichte, die praktisch genau diese Funktionen uns ermöglichen würden, dann würde ich das noch mehr befürworten, wie jetzt tatsächlich immer nur alles an einen amerikanischen Konzern, aber ich sehe die pädagogische Seite dahinter, zu sagen, da haben wir im Prinzip das, was wir momentan zum Arbeiten brauchen, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr, weil ich schon auch sehe, diese Interaktivität, die MIPIS mir bietet, mit H5P und so weiter und Möglichkeiten, Unterrichtsmaterial interaktiv zu machen, mich selber einzubringen, das können wir in dem Paket nicht und wir dürfen halt, wir haben eine irre Schulstruktur, wir haben ganz viele Grundschulen auch, die auch nach einer Lösung suchen und ein Erst-Zweitklässler kommt mit Teams, ohne die Eltern, haben wir jetzt gesehen, im Lernen zu Hause einfach auch noch nicht so ganz klar. Also wir brauchen tatsächlich da noch eine breitere Aufstellung der ganzen Sache, dass eine Berufsschule damit super klarkommt und auch alle weiterführenden Schulen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber es ist tatsächlich, denke ich, auch nicht überstülpbar für alle Schulen in Bayern. Aber ich denke schon, also die Office-Lösungen sind so einfach, auch ein Teams ist so einfach. Ob jetzt tatsächlich eine Grundschule mit Teams arbeiten muss, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber die kommt auch mit MEDIS nicht klar. Also das brauchen die auch nicht. Also da muss man natürlich differenzieren von den Schulen. Das sind Riesenunterschiede, ob ich allgemein eine Schule habe oder ein Berufsschulzentrum. Genau. Das ist schon klar. Aber wenn es so eine Lösung gibt, man wird nie an diese Professionalität von Microsoft oder auch von anderen großen Firmen hinkommen. Jetzt allein Zoom zum Beispiel, was wir jetzt gerade nutzen, gibt es keine Datenschutzfreigabe. Also es darf in der Schule schon nicht eingesetzt werden. Solche Dinge, die sind lächerlich heutzutage. Ist ein interessanter Punkt, den Sie da aufmachen, Herr Mögele. Ich sehe auch in den Kommentaren es schält sich so ein bisschen eine Front heraus zwischen den Leuten, die sagen, wir brauchen einheitliche Lösungen, die am besten möglichst professionell gehostet durch Anbieter wie zum Beispiel Microsoft. Wollen ja keine Schleichwerbung machen. Aber und es gibt diejenigen, die sagen, möglichst Open Source, möglichst ohne Firma im Hintergrund, die daran später auch Geld verdienen möchte. Das ist also aus meiner Sicht ein Dissens, der sich schwer aufzulösen gilt, außer man macht wirklich sehr individuelle Lösungen für die Schulen. Und da stellt sich mir auch die Frage, wie können wir das Thema Didaktik, also das ist natürlich auch ein nicht zu verachtender Aspekt in dem Ganzen, in der Digitalisierungs Denken unsere Bildung, wie können wir die Didaktik in die digitale Zeit bringen? Das fängt zum einen, denke ich mal auch, das kam vorhin in den Kommentaren, fängt bei der Lehrerausbildung an, also dass man schon Digitalisierung im Studium mit der Muttermilch quasi dazu bekommt. Und das geht natürlich dann mit Medienkompetenz in den Schulen weiter. Ich zum Beispiel kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit, da gab es ein Wahlpflichtfach, das hieß EDV, da haben wir ein bisschen an Computern rumgebastelt. Das war recht interessant. Wie können wir denn diesen Dissens auflösen? Und noch eine zweite Frage, vielleicht gerade an dich, Doris, das Thema Wartung von Geräten. Ist ja auch ein massives Problem. Im Moment sind die Kommunen, so wurde mir berichtet, auch sehr damit befasst, eben die Administration der Geräte und der Infrastruktur auf den Weg zu bringen und auch zur Verfügung zu stellen. Wie kann man denn, könnte also ein Zweckverband gerade für das Thema Wartung eine Lösung sein, wenn man sich überlegt, alle haben einen zentralen Wartungsservice, eine Hotline, die kann ich anrufen, wenn ich Probleme habe, dann kommt jemand vorbei. Da muss ich nicht erst warten, bis der Herr aus der EDV, aus der Verwaltung der Stadt kommt, sondern hat man einen zentralen Ansprechpartner, der 24/7, vielleicht nicht 24/7, aber auf jeden Fall sehr schnell zur Verfügung steht. Ich denke, es ist vorher auch im Chat oder überhaupt in der Diskussion schon mal angeklungen. Wir haben schon Gemeinden, Sachaufwandsträger, die momentan schon sehr, sehr gute Lösungen haben, die praktisch sehr gut mit der Schule zusammenarbeiten und die einfach im Prinzip sagen, das läuft bei uns alles. Wir haben eine tolle Firma entweder im Hintergrund oder wir haben eigene Leute, mit denen wir das super machen. Wir sind eigentlich gut versorgt. Also das müssen wir einfach auch sehen. Da ist schon was da an Infrastruktur, weil das Problem mit IT und Digitalisierung an Schulen ist ja eben nicht
nicht erst seit Corona, sondern war ja auch vorher schon. Und trotzdem gibt es auch ganz viele, die da noch Unterstützung haben wollen oder vielleicht auch bräuchten und die sich jetzt auf den Weg machen, sich selber ein Konzept zu überlegen. Und das ist jetzt mit dem Digitalpakt ja auch gegeben. Ich kriege diese Fördergelder aus dem Bund ja nur, wenn ich auch ein Supportkonzept habe. Und da machen sich jetzt einfach viele auf den Weg und sich das zu überlegen, wo wohl der richtige Weg ist. Gehe ich und gebe das ab an ein Systemhaus, an meinen Händler, an Externe, oder schaue ich, ob ich eventuell einfach noch mal eine Stelle ausschreibe, das bei mir vielleicht im Amt mit lokalisiere und ich versuche das eben selbst zu machen. Und das sind im Prinzip die unterschiedlichen Wege, die sich jetzt eine Gemeinde, ein Sachaufwandsträger sich überlegen kann, wie er diesen Anforderungen gerecht wird. Mhm. Danke. Ich würde gerne noch eine Stimme hören, die bisher noch gar nicht zur Sprache kam, nämlich die der unmittelbar Betroffenen auf Schülerseite. Wir haben nämlich auch einen Schüler hier im Chat, den Kai Fackler. Er ist Mitglied bei den Julis und hat gerade sein Abi gemacht. Ich hoffe, es ist gut gegangen, Kai? Ja, es ist gut gegangen. Dann herzlichen Glückwunsch zum Abi und erzähl doch mal, wie ist denn die Digitalisierung gerade in dieser spannenden Abiturphase in Corona-Zeiten bei dir angekommen? Ja, danke schön. Ich muss sagen, dass vor allem während der Corona-Zeit, während des Lockdowns, durchaus deutlich geworden ist, wie unterschiedlich vor allem die Lehrer mit diesem Thema umgehen. Denn ich hatte einerseits Lehrer, die wirklich sehr motiviert waren, teilweise junge Lehrer, teilweise aber auch ältere Lehrer, und dann Lehrer, die wirklich keine Lust hatten, Unterricht zu machen oder einfach nicht die Kompetenzen hatten. Und ich finde, wir unterhalten uns jetzt gerade schon sehr lange über irgendwelche Portale, die man jetzt einführen könnte. Aber jetzt ganz konkret sollte man als allererstes bei den Portalen ansetzen, die wir bereits haben. Das ist zum Beispiel MEBIS und es sind ganz normal schlicht einfach E-Mails. Und ich finde, dass es hier wichtig ist, das war nämlich eins der Hauptprobleme, die Schüler und die Lehrer mal richtig zu vernetzen und Möglichkeiten zu bieten, wie Schüler Aufgaben machen können, die dann auch von den Lehrern wieder korrigiert werden könnten. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Beispiel, mein Mathelehrer, der sich wirklich sehr viel Mühe gegeben hat. Aber eigentlich war sein Ansatz jetzt nicht kompliziert. Der hat uns einfach Arbeitsaufträge gegeben. Er hat uns gesagt, ja, was wollt ihr machen? Wir haben uns entschieden, wir wollen jetzt genau diese Themen behandeln. Er hat uns Arbeitsaufträge dazu gegeben. Die können ganz einfach bei MEBIS hochgeladen werden. Dann können die Lösungen auch eingescannt werden, wieder hochgeladen werden. Und der Lehrer hat es dann korrigiert. Das ist für ihn fast genauso viel Aufwand wie eine normale Stunde, würde ich jetzt behaupten. Aber dadurch lässt sich sehr guter Unterricht machen. Und ich meine, dass ich in Mathe sogar dadurch im Endeffekt mehr gemacht habe als im normalen Unterricht. In anderen Fächern war das halt wiederum anders. Da hatte ich Fächer, wo ich 3 Wochen lang gar nicht angeschrieben wurde. Fächer, wo unregelmäßig Arbeitsaufträge gekommen sind. Und das, finde ich, ist das Hauptproblem. Also dieser Präsenzunterricht ist zwar eine gute Sache, wäre allerdings in Corona jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, solange man seine Arbeitsaufträge hat und sich freiwillig vorbereiten kann. Daher finde ich jetzt, man muss erstmal ansetzen bei der Möglichkeit für die Schüler, wie sie garantiert Arbeitsaufträge bekommen, weil es kann ja nicht sein, wie es vorher schon erzählt wurde, dass irgendwelche Lehrer in die Schule fahren müssen oder zu den Schülern hinfahren müssen, nur dass die ihre Arbeitsaufträge bekommen. Da finde ich, dass auch dieser Zweckverband das ganze Oberallgäu oder auch noch weiter auf Schwaben ausgeweitet, durchaus Sinn machen könnte, dass sich mehrere Lehrer zusammenschließen, wenn sie ähnliche Themen behandeln und dann ganz klar sagen, wir erstellen jetzt Arbeitsblätter, relativ einheitlich, stellen die dann auf ein Portal hoch. Anderer Ansatz wäre dann zum Beispiel, dass selber Lernvideos produziert werden. Wir haben natürlich ein breites Angebot auf YouTube, aber der gleiche Lehrer, der gleiche Mathelehrer hat bereits selber Lernvideos produziert, was wirklich richtig gut war, hat natürlich auch niemand anderes gemacht, und da nochmal Sachen erklärt. Und das ist auch bei uns als Schülern richtig gut angekommen. Und ich muss sagen, ich habe mich in Mathe persönlich sehr, sehr gut vorbereitet gefühlt, obwohl ich keinen Unterricht hatte. In anderen Fächern war das nicht so. Also ich muss betonen, es kommt sehr auf die Lehrer an. Und ich muss auch betonen, dass die Ausstattung zurzeit theoretisch schon relativ gut ist, aber dann muss wirklich der Lehrer sich einsetzen. Und das ist einfach im Moment noch nicht komplett gegeben. Das heißt, wir müssen entweder dafür sorgen, dass es in der Lehrerausbildung mehr zu einer Digitalisierungsausbildung kommt,
die Lehrer dazu auch motiviert werden. Oder wir müssen dafür sorgen, dass bessere Mittel bereitgestellt werden. Am besten natürlich zweigleisig fahren und genau beides machen. Vielen Dank für das Statement. Vielleicht noch eine anschließende Frage. Jetzt bist du ja dann raus aus der Schule. Dich erwartet wahrscheinlich das Studium. Würdest du deinen Schülerinnen und Schülern, die jetzt nach dir kommen, wünschen, dass es auch nach Corona mehr zu Videounterricht, Homeschooling oder wie man das auch nennen möchte, kommt? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte in Sozialkunde als einziger mein Abitur. Also ich war der Einzige aus dem ganzen Kurs, der in Sozialkunde Abitur gemacht hat. Hatte dann eine private Videokonferenz mit meinem Lehrer, in der ich auch sagen muss, ich habe sehr viel gelernt. Das heißt, es hat auf jeden Fall relativ gut funktioniert. Ich finde aber, dass die Videokonferenz an sich nicht den normalen Unterricht ersetzt. Ich finde, man kann aber sehr gut begleitend arbeiten. Wie das ja beim MEBIS auch schon eigentlich der Sinn war, man kann zum Beispiel für Schüler, die krank sind, zum Beispiel für Schüler, die zusätzlich üben wollen, weil sie sich einfach abgehängt fühlen, Arbeitsblätter bereitstellen. Natürlich einerseits die Arbeitsblätter, die im Unterricht behandelt werden, andererseits zusätzliche Aufgaben. Und diese können dann zu Hause bearbeitet werden. Sowas wäre ein erster Ansatz, der eigentlich gar nicht schwer wäre. Aber ich muss auch persönlich sagen, mit MEBIS hatte ich nichts zu tun. Bis zum Lockdown. Wir haben das eingerichtet mal in der 8. Klasse und seitdem ist nie was passiert. Das heißt, ich glaube, 50% der Schüler wussten schon längst nicht mehr, wie überhaupt ihre Anmeldedaten sind. Und so sollte dann definitiv nicht mit digitalen Mitteln umgegangen werden. Also durchaus kann ich sagen, Videokonferenzen, digitales Lernen sind eine richtig, richtig gute Ergänzung und es sollte auch in Zukunft besser eingesetzt werden. Aber es ersetzt den Unterricht natürlich nicht komplett. Vielen Dank für dein Statement. Ja, Doris, jetzt sind natürlich Sommerferien angesagt und die Frage ist ja, wie geht es weiter nach den Sommerferien? Was ist dein Tipp? Wie wird ein neuer Präsenzunterricht aussehen? Möchte da vielleicht auch noch kurz die bayerische Vorsitzende des BLLV, Simone Fleischmann, zitieren, die heute, ich glaube, der Welt gesagt hat, die Ankündigung der Staatsregierung, die Digitalisierung von Schulen müsse für einen sicheren, geregelten Präsenzunterricht rasch vorangetrieben werden, müssen dringend Taten folgen. Also auch seitens der Lehrer wird da anscheinend gefordert, dass die Digitalisierung jetzt trotz eines Präsenzunterrichts nicht anhalten darf. Wie siehst du das jetzt? Wie wird es nach den Sommerferien weitergehen für die Schülerinnen und Schüler? Ja, das Ziel ist ja schon, dass wir in Präsenz starten, so wie das jetzt im Prinzip angekündigt ist. Wie lange wir das irgendwie halten können, wird, denke ich, regional und lokal unterschiedlich sein, je nachdem, wie irgendwelche Fälle auftreten und wie man dann eben reagieren muss. Was wichtig ist, ist, und das machen die Schulen jetzt auch, sich darauf vorzubereiten, zu sagen, okay, wir haben jetzt MEBIS und der Schüler kennt den MEBIS-Zugang oder wir haben jetzt eine Cloud oder eine Lernplattform oder wir haben jetzt Teams oder was auch immer eingerichtet, sodass wir, egal was passiert, schon mal darauf eingerichtet sind und haben jetzt die Zeit genutzt, mit unseren Schülern überhaupt so zu arbeiten und die jetzt auch jetzt, wenn wir es jetzt momentan in Präsenz haben, einfach da auch auf diese Arbeitsweise momentan auch mehr einzustimmen. Und das haben ganz viele Lehrer auch genutzt. Was dann letztendlich kommt, wird es zeigen. Die jetzige Zeit wird jetzt schon genutzt, um das vorzubereiten. Also es ist keine Schule im Moment untätig, nicht dran zu denken und die Infrastruktur auszubauen, sodass es auf jeden Fall nicht zu einer Riesenüberraschung kommt wie damals im März. Aber dies wird auf unterschiedliche Art und Weise gemacht und jeder versucht da jetzt das Bewährte entweder weiterzuführen oder sich praktisch auf die Suche zu machen, neue Tools und neue Sachen zu probieren, zu testen, einzurichten. Cool, das klingt doch vielversprechend. Olli, du hast ja noch Kinder daheim. Was würdest du dir wünschen für die Zeit nach den Ferien? Wie soll der Unterricht denn dann funktionieren? Ja, ich bin da eigentlich der gleichen Meinung wie der Kai. Also gesagt, Präsenzunterricht, das ist einfach gut. Aber dieses Homeschooling muss unbedingt begleitend weitergemacht werden. Und das wollen auch meine zwei Jungs, haben sie extra gesagt. Sie haben das gut gefunden, aber sie wollen auch wieder gerne in die Schule gehen. Aber der soziale Kontakt ist ja auch noch da. Das darf man als Schüler nicht vergessen. Die ist einfach Schule. Aber die Digitalisierung soll einfach mehr ausgebaut werden. Die haben vorher eben auch
wusste, es gibt Mavis-Zugang und das war's. Wurde nicht viel gemacht. Also auch ein Appell dafür, dass es nicht stillstehen darf, sondern immer weitergehen muss. Jetzt haben wir natürlich einen breiten Ritt durch das Thema Digitalisierung der Schulen gemacht, auch tief in die fachlichen und auch in die Probleme hineingegangen, die ja schon sehr mannigfaltig sind, sei es von der Geräteausstattung bis hin zu der Frage, wie nutzen wir denn die Tools, die uns zur Verfügung stehen, Open Source, kommerziell. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Kommunen jetzt auf unsere Initiative hin reagieren, da ein Zweckverband oder wie man es auch nennen möchte, Interessensgemeinschaft oder so, kann man sich ja jeden Namen ausdenken, wie die darauf reagieren. Ich bin auch sehr, sehr froh, Herr Mögele meldet sich gerade, wollte Sie auch ansprechen. Vielen Dank nochmal für Ihren Input dahingehend. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich gewesen. Ja, ich möchte nur gerne was sagen zum Herrn Fackler, zum Kai. Ich bin der gleichen Meinung, dass man die bestehenden Möglichkeiten nutzen sollte. Ich kann Ihnen kurz sagen, wie das bei uns ab September ablaufen wird. Also wir haben schon die meisten Schüler schon angelegt oder hatten schon die meisten angelegt in Office 365 und wir werden das jetzt ab September verbindlich machen, dass jeder Schüler eine E-Mail-Adresse bekommt, der schulische. Und das ist eben das Geniale bei Office 365, kann das jede Schule kostenlos machen. Es gibt keine Open Source, die das auch nur annähernd leisten kann. Also es kriegt jeder Schüler eine schulische E-Mail-Adresse, jede Klasse kriegt eine Sammeladresse. Und dann sollte es nochmal einen Lockdown geben oder partiell auch zurückfahren werden müssen, dann sind alle Schüler sehr leicht erreichbar. Und das war das Hauptproblem jetzt. Ich kenne Schulen, die haben Wochen und Monate gebraucht, dass mal die E-Mail-Adressen der Schüler einzusammeln. Nicht so ganz einfach, weil jeder irgendeine andere private hat und mit irgendwelchen Gmx oder Hotmail-Adressen, da braucht man nicht mit Datenschutz anfangen. Da ist mit Sicherheit die Microsoft-Lösung die hundertmal bessere. Also das ist einmal Voraussetzung, dass man die Leute erreichen kann und dann kann man immer noch entscheiden, okay, schicke ich denen einfach Materialien per E-Mail oder schließe ich die dann zusammen in irgendeiner Plattform, ob die jetzt Mavis heißt oder ob die Office 365 oder sonst irgendeine andere Plattform, ist alles okay, alles noch besser wie WhatsApp, was auch viele Leute gemacht haben. Und auch da braucht man mit Datenschutz nicht anfangen. Also das wäre mein Appell an alle. Momentan kenne ich kein besseres Tool als Office 365 und das kann jeder sehr, sehr einfach, das kann jeder Systembetreuer, der braucht also wirklich kein absoluter Fachmann sein, kann das sehr einfach einrichten. Herr Mögele, ich wurde darauf hingewiesen im Chat, dass wir keine Werbung machen für Microsoft. Wir sind da sehr, sehr technologieoffen. Ja. Also ich bin auch persönlich der Ansicht, dass man da technologieoffen sein muss. Aber meine persönliche Ansicht ist, man darf solche Anbieter wie Microsoft auch nicht aussperren von diesem Markt. Das ist ja auch ein Anwendermarkt sozusagen, wo dann die Leute auch geprägt werden. Ich finde, ich fände es auch zum Beispiel schade, wenn ich jetzt in meiner Schulzeit nie mit Microsoft gearbeitet hätte, aber ich fände es auch gut, wenn man andere Sachen kennenlernen würde. Das ist meine persönliche Meinung. Genau. Und da würde ich noch in die Runde fragen, gibt es noch Lust für ein Statement oder Fragen an die Referentinnen oder Referenten oder die Leute im Chat? Ich hätte vielleicht eine Anmerkung. Jawohl, Kai. Wir haben uns jetzt hauptsächlich fokussiert auf Lernen zu Hause. Also Plattformen, Mavis, Microsoft Teams, all dieses. Ich fände es auch noch wichtig, mal anzusprechen, wie Digitalisierung denn im Präsenzunterricht selber stattfinden kann. Denn ich finde, dass es da auch noch enorme Defizite gibt bei der Ausstattung, so wie beim Lehrkörper. Weil wir haben uns ja gerade im Grunde darauf geeinigt, dass der Präsenzunterricht weiterhin wichtig ist, dass es eine gute Arbeitsatmosphäre schafft. Aber in dieser Arbeitsatmosphäre finde ich es sehr wertvoll, wenn man Filme zeigt, Präsentationen zeigt, solche Dinge oder mal mit einer Dokumentenkamera arbeitet und irgendwas Geschriebenes von einem Schüler präsentiert und gemeinsam bespricht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem hier noch Probleme bei der Hardware bestehen. Ich kann natürlich nur von meiner eigenen Schule sprechen, die jetzt nicht im Oberallgäu ist, sondern in Memmingen. Aber ich muss sagen, dass wir keine Beamer in jedem Raum hatten. Wir hatten Beamer pro Stockwerk. Es kam also durchaus vor, dass mal
ein Lehrer in ein Klassenzimmer gegangen ist und gefragt hat, ob er jetzt mal für eine Viertelstunde den Beamer haben kann, um einen Film zu zeigen. Und ich finde, solche Umstände, Sie lachen, Frau Sippel, sind eigentlich nicht tragbar. Genauso Dokumentenkameras, all jenes sollte doch langsam den Tageslichtprojektor verdrängen. Das ist das eine. Und das andere finde ich, wiederum der Lehrkörper ist in dieser Hinsicht relativ lernfaul. Sicher nicht alle, das möchte ich natürlich nicht sagen, aber wir hatten auf jeden Fall auch schon viele Lehrer, die gerne solche Aufgaben dann outsourcen an Schüler, die sagen, ja, ihr könnt es sowieso besser, sich also gar keine Mühe machen, irgendwie etwas zu lernen. Die Schüler kennen sich natürlich mit den Systemen jetzt vielleicht besser aus als die Lehrer, deswegen aber immer noch nicht gut. Und es ist durchaus schon vorgekommen, dass mal eine halbe Stunde Unterrichtszeit verloren gegangen ist, weil der Lehrer nur einen Film vorbereitet hatte und dieser Film dann nicht gelaufen ist. Also das, finde ich, ist auch noch ein wichtiges Thema, das man auf jeden Fall ansprechen sollte und das so heute jetzt noch nicht in der Diskussion vorkam. Vielen Dank, Kai. Vielleicht ist es ja auch eine didaktische Methode der Lehrer, damit die Schüler dann auch ihre Künste in Digitalisierung unter Beweis stellen können. Das kann man ja so nicht sagen. Gibt es sonst noch irgendwelche Anmerkungen und Fragen? Ich glaube, da wird, bevor ich jetzt was dazu sage, vielleicht der Hashiki-Tanz, oder? Sie haben sich gemeldet? Ja. Ich habe es nicht gesehen. Sorry. Okay. Ja, kein Problem. Ich sage ganz kurz Nachdenken wieder runter. Klar, also was der Herr Fackler vorher gerade gesagt hat, ist es richtig, es gibt wie in jedem anderen Beruf auch Leute, die sich in manchen Prozessen verweigern. Aber ich habe durchaus festgestellt, dass es ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die wirklich auch da einen großen Bedarf sehen und sich auch fortbilden wollen und auch sagen, ja, das ist eine Welt, das klingt so groß, ja, aber sie würden gern diesen Mitteln arbeiten, ja, genauso wie man sich im Präsenzunterricht fortbildet und da auch neue Methoden ausprobiert, gibt es ja ganz viele Leute, die auch sagen, digital möchte ich auch ganz viel machen. Deswegen nochmal vielen Dank, was das Landratsamt Oberallgäu gemacht hat. Und es sind viele andere Anbieter auch, die ganz tolle Beispiele hatten. Aber wir sind da, glaube ich, erst sehr, sehr am Anfang. Und was der Herr Wackler vorher sagte, ich kenne es auch von anderen Schulen, anderen Städten, zum Beispiel Augsburg, da ist es noch fast manchmal ein bisschen schwieriger sogar, je nachdem, in welcher Schule du bist, ja, was die digitale Ausstattung anbelangt. Andere Gegenden sind super ausgestattet. Das ist also tatsächlich große Unterschiede. Aber ein Punkt, was mir noch ganz fehlt, was die Digitalisierung erreichen kann, ist zum Beispiel auch eine Bindifferenzierung. Man hat ja auch am Gymnasium jeder anderen Schulart so viele verschiedene Lerntypen. Ja, also erstmal visuell, auditiv, wie auch immer, aber auch Leute, die schneller und langsamer lernen. Und ich glaube, da kann man auch ganz, ganz viel machen, um so eine vorbereitete Lernumgebung den Schülerinnen zu ermöglichen, um tatsächlich den verschiedenen Zugang zu finden zu einer Thematik. Und das ist noch ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was offen ist. Vielen Dank. Die Doris wollte noch was dazu sagen, ne? Ja, jetzt zu diesen Geräten, dass wir eine Standardausstattung haben. Das digitale Klassenzimmer aus dem Bayern-Budget war ja das Ziel, dass wirklich alle Klassenzimmer so weit digital sind, dass wir eine Projektionsfläche haben, ob das jetzt eine interaktive ist oder über einen Beamer, ist es egal, dass praktisch die Möglichkeit eines PCs und einer Dokumentenkamera da sein müssen und eventuell eben auch schon weiterführend irgendwie eine Schulcloud beziehungsweise eine Möglichkeit, mobile Geräte reinzubringen. Und das ist ja im Prinzip das Ziel gewesen, jetzt mit den Bayern-Geldern und also ich würde mal sagen, jetzt nach diesem Jahr glaube ich kaum, dass es noch ein Klassenzimmer gibt, wo nicht eine digitale Möglichkeit mit einer Dokumentenkamera oder einfach in Kombination mit einem Tablet spiegelbar da ist. Weil das ist tatsächlich die Ansage gewesen aus den bayerischen Geldern zu sagen, das muss jetzt, es war kein Infrastrukturpaket richtig, das war tatsächlich ein Gerätepaket und das muss jetzt tatsächlich Standard für bayerische Klassenzimmer sein, die da sind. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir uns da unglaublich auf die Hinterbeine stellen, dass das eine Situation ist, die nicht mehr anders sein kann. Und wenn ich daran darauf aufbauen und sagen kann, gut, wir gehen als Lehrer in die Fortbildung, wir gucken nach neuen Konzepten, wir probieren Flipped Classroom aus, wir machen was mit Videos, wir gucken, dass wir mit Präsentationen arbeiten, wir bringen uns selber ein in diese ganze Lernlandschaft, wir öffnen uns dafür. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen und die ersten Schritte in die Richtung sind jetzt getan oder wurden getan. Dank oder zwecks Corona ist da eine Riesenwelle losgetreten und ich glaube, wir müssen jetzt schon nicht mehr immer nur begründen, warum wir das wollen, weil da eine ganz andere Selbstverständlichkeit jetzt plötzlich da ist, die vorher noch nicht so da war und
da hat sich tatsächlich einiges bewegt und ich hoffe, dass wir noch ganz viele da mitnehmen können. Wir werden nie sofort und immer alle mitnehmen können. Aber ich glaube, dass die Bereitschaft, in diese Technik oder in diese Ideen mit einzusteigen, jetzt noch mal viel größer geworden ist, wie es vorher der Fall war. Und wir merken bei den Lehrerfortbildungen, bei den Rückmeldungen, die wir davon bekommen, aus diesen ganzen E-Sessions, jetzt darf man ja wieder Webinare sagen, also das war sehr, sehr inspirierend, wie viele sich rückgemeldet haben und gesagt haben, boah, ich mache jetzt Erklärvideos und das ist so toll und das macht mir Spaß und Freude. Und ich glaube, dass sich tatsächlich was tut und wir werden auch im Medienzentrum weiter dran arbeiten und auch jetzt auf dieser Berater digitalen Bildungsschiene. Wir werden ja im Medienzentrum auch Strukturen schaffen oder wollen schaffen, die auch in Richtung Zweckverband gehen. Zum Beispiel eben die Einbindung von den mobilen Geräten in MDMs. Wir wollen noch mehr auch in medienpädagogische Angebote setzen. Also ich glaube, dass wir in die Richtung denken können, dass wir da Visionen haben, daran weiterarbeiten und viele Ideen und deshalb auch danke für die Diskussion über den Zweckverband, dass es einfach jetzt so an die Oberfläche getragen ist oder nochmal aufgegriffen wurde, dass es da auch nochmal weitergeht, weil sonst man wurschtelt vor sich hin und man macht, aber wenn das nochmal so eine breitere Öffentlichkeit hört und sieht und einfach nochmal so auf das Tableau kommt, dann bekommt es halt einfach auch nochmal eine andere Aktualität. Das war ja schon fast ein perfektes Schlusswort. Ich würde sagen, ich glaube, 90 Minuten geht eine Schulstunde. So. Doppelstunde. Da haben wir heute eine Doppelstunde hinter uns. Wir haben sogar leicht überzogen nach eineinhalb Stunden. Ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme, für die interessanten Beiträge. Ich hoffe, dass das Thema Digitalisierung in der Schule gerade im Oberallgäu nicht an Fahrt verliert, sondern eher Fahrt gewinnt. Ob es zu einem Zweckverband kommt, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall weiter diese Idee vorschlagen und auch versuchen einzufordern, Synergismen zu nutzen. Und ich freue mich auch schon auf die Diskussionen im Kreistag und mit den Aufwandsträgern. Und darf Sie an der Stelle einfach in den Abend lassen mit einem Gruß in die Sommerpause sozusagen, in die politische zumindest. Und den anwesenden Lehrern darf ich natürlich dann auch irgendwann schöne Ferien wünschen. Und würde mich freuen, wenn Sie auch an dem Thema dranbleiben und auch der FDP gewogen bleiben. Wir machen regelmäßig solche Calls zu verschiedensten Themen. Das heißt, wenn mal wieder etwas dabei sein sollte, können Sie jederzeit sich einklinken. Dann in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank an die Referentinnen und Referenten und bis zum nächsten Mal. Servus.